bekanntermaßen, ich würde mal sagen, deutschlandweit bekannt ist, dass er alles über Gottfried Benn weiß. Ich bin froh, dass Sie heute bei uns sind. Begrüße Sie herzlich. In die Krankengeschichte eingearbeitet hat sich der Suki von der 3. Medizinischen Klinik. Ich habe den Eindruck, die Erkrankung hat sich geändert oder der Einblick in die Erkrankung. Und wir werden die neuesten heutigen Kenntnisse dazu erfahren und auch erfahren, wie würde man heute vielleicht an ein Krankheitsbild, wie es damals Gottfried Benn hatte, herangehen. Vielen Dank, dass Sie bei uns sind. Und zum Schluss begrüße ich ganz herzlich Dr. Uhlmeier. Er ist aus verschiedenen Gründen hier. Einmal war er mitbeteiligt bei der Konzeption dieser ganzen Serie, wie Frau von Löwenich, die oben sitzt, Frau Krombach und Frau Plättner. Er hat die Serie also mit zu verantworten. Und zum anderen ist er aufgrund seiner fachlichen Qualifikation dazu ganz besonders geeignet. Herr Dr. Uhlmeier hat in Mainz studiert, und zwar Philologie, Philosophie, Buchwesen und Literaturwissenschaft und ist dann an das hiesige Deutsche Institut gegangen als Mitarbeiter. Sein Studium wurde kurze Zeit unterbrochen oder angereichert durch ein Stipendium an der Universität Zagreb. Nachdem er hier angestellt oder war, hat er sich promoviert 1998. Und dann kam ein weiteres Stipendium an der Meyer-Struckmann-Stiftung, eher 2001 zum Akademischen Rat am hiesigen Institut oder Deutschen Institut wurde. Damit gehörte er zum Stamm dieses Instituts. Er ist auch diesem Institut und Mainz treu geblieben. Es gab zwei Unterbrechungen. Er wurde berufen zum Resident, zum Artist of Residence am Museumsquartier in Wien. Und er war eine Zeit lang Lektor beim Suhrkamp Verlag, solange dieser noch in Frankfurt war. Ansonsten hat er seine Karriere in Mainz fortgesetzt, aus dem Akademischen Rat, wurde nach einigen Jahren ein akademischer Oberrat und aus dem Oberrat wurde ein akademischer Direktor und als solcher sitzt er bei uns. Seine Schwerpunkte sind die Literatur des 20. Jahrhunderts und daher der Hinweis, er ist berufen, heute hier die Moderation zu übernehmen, aber auch die akustische Literatur der Neuzeit. Und wenn Sie ein bisschen unsere Veranstaltung verfolgt haben, dann ist Ihnen vielleicht der Abend über Düfte noch in Erinnerung. Herr Uhlmeier war dabei und er hat den Roman von Patrick Süskind eigentlich als Stück für einen Mann, als Monolog aufgeführt und in ganz kurzer Zeit uns die Tiefe und die Breite dieses Hörsaals und auch die Spannung vermittelt. Auch heute ist eine kleine Überraschung noch drin von Ihnen, Herr Uhlmeier. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie gekommen sind und darf Sie nun bitten, die Moderation zu übernehmen. Ja. Ja, herzlichen Dank, Herr Professor Junginger, für die sehr freundliche Einleitung. Mein Name ist Johannes Uhlmeier. Wie gesagt, ich werde den Abend versuchen zu moderieren und möchte, bevor ich dann unseren ersten Referenten, Herrn Hof, noch ein bisschen näher vorstelle, vielleicht einige wenige einleitende Dinge zu diesem ganzen Themenkomplex zu sagen. Wenn man sich mit Erkrankungen berühmter Persönlichkeiten beschäftigt, und die Serie ist ja schon gestartet mit zwei Komponisten, mit Debussy und Bartok, und wird auch weitergehen mit Politikern, zum Teil Philosophen, Karl Jaspers. Aber wenn man sich eben mit Dichtern beschäftigt, so wie diesmal und in der kommenden Veranstaltung mit Rainer Maria Rilke und insbesondere mit Gottfried Benn, dann kann man sich natürlich schon einleiten, vielleicht einige wenige Gedanken darüber machen, was es für ein Sonderfall ist, wenn jemand Dichter, Arzt und dann als solcher auch noch kranker ist. Und gerade bei Gottfried Benn kann man vielleicht doch in einer geschichtlichen Rückschau sagen, dass es hier eine besondere Perspektive vielleicht gibt, mehr als bei anderen Dichtern sowieso, aber auch mehr als bei anderen sogenannten Ärztedichtern. Wenn man vielleicht
ganz kühn zurückgeht und sagt, dass am Anfang in der Ungeschiedenheit sozusagen in der Urszene, und auch Ben war jemand, der Urgesichte gesehen und auch gestaltet hat, wenn man sich dahin zurückversetzt an eine Art Urpunkt oder Nullpunkt der abendländischen Kulturen, vielleicht noch davor in eine Schamanenkultur, ist im Prinzip ja Dichtung, Musik, Religion, Tanz, Kunst, Wissenschaft, Magie, alles noch ungeschieden. Der Schamane ist sozusagen für alles zuständig. Ne? Er muss heilen, er muss Seelsorge machen, er muss die Überlieferung, die Weisheit, das Wissen, die Problemlösungen, er muss auch den Regen im Zweifelsfall machen und das Spektakel. Im Abendland trennt sich das ganz früh. Natürlich Praktiker und Theoretiker, die Kunst als Handwerk, die Kunst als Wissenschaft und die Kunst dann als schöne Kunst, all das differenziert sich sehr früh aus und irgendwann differenzieren sich natürlich auch die Funktionen des Arztes, des Heilenden, des Therapierenden und auch irgendwann Forschenden, Arztes auf der einen Seite und des Dichters, des Sängers dann sehr deutlich aus und trennen sich schon sehr, sehr früh Homer, Hippokrates. Allerdings ist eben in dieser frühen Trennung, wenn wir jetzt vom Genre ausgehen, noch, wenn wir sagen, was für Texte da entstehen, interessanterweise in dem Corpus Hippocraticum, das ein bekanntester Teil ja die Aphorismen sind, ist mit dieser Aphorismengattung, also mit der Art, wie Medizin ursprünglich im Abendland auch als Wissen vermittelt wurde und überliefert wurde, ja auch eine der wesentlichen späteren literarischen Gattungen schon mitgegeben. Also diese Nähebeziehung bleibt doch durchaus eine Zeit lang auch präsent und vorhanden. Natürlich trennt sich auch das dann irgendwann und der medizinische Diskurs, Fachdiskurs ist heute sehr weit entfernt von allen literarischen, ästhetischen Fachdiskursen und seitdem ist es eben etwas Besonderes, wenn ein Poet, ein Dichter gleichzeitig auch Arzt ist. Das ist aber dann doch eben so häufig, aber eben im Vergleich mit den anderen Fakultäten, es gibt natürlich auch viele dichtende Pfarrer oder insbesondere Pfarrersöhne, auch viele dichtende Juristen, aber der Arzt ist eben so abgeschieden von dieser künstlerischen Tradition als Diagnostiker, als im Prinzip auch Naturwissenschaftler, Pränaturwissenschaftler weit entfernt, immer weiter entfernt, dass es also immer bemerkenswerter wird, wenn Ärzte gleichzeitig dichten. Und da gibt es natürlich die berühmte Ahnenreihe von Rabelais, Paul Fleming im Barock, Angelus Silesius, Keats, Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes mit dem ärztlichen diagnostischen Blick, Tschechow, Bulgakov, Céline, in Deutschland eben Georg Büchner, Fontane als Apotheker, können wir so halb durchgehen lassen. Aber natürlich Schnitzler, Alfred Döblin, wo das auch einen Eigenwert ja bildet, wo es berühmte Texte gibt, der Arzt Döblin interviewt den Dichter Döblin und umgekehrt, also wo dieses Wechselverhältnis schon spricht. Hans Karosser, Heiner Kippert oder in neuerer Zeit Georg Ringsgwandl, der singende Oberarzt. Aber es ist immer eine interessante Kombination. Und bei Gottfried Benn, würde ich sagen, ist sie die interessanteste Kombination, weil in Gottfried Benn diese Urteilung quasi auch selber Diskurs ist, weil Gottfried Benn eben als jemand, der auch in den alten Sprachen und auch in den alten Kulturen mit beheimatet war, diesen Widerspruch oder beziehungsweise diese Dialektik von auf der einen Seite extremer Nüchternheit, Diagnostik, Modernität auf der einen Seite, Janusköpfig dann auch immer aber verbunden hat mit etwas, mit Ithaka, mit dem Dionysischen, mit Urgesichten. Und das betrifft sozusagen sein dichterisches Werk natürlich, da lasse ich mich gerne dann auch noch differenzieren und belehren von Spezialisten. Aber diese Spannung ist sozusagen bei Gottfried Benn von Anfang an da, ja auch in seinen ersten Veröffentlichungen schon Morg, Gehirne und so weiter, wo der Arztdiskurs ja irgendwie auch sehr stark greifbar ist und auch mit für diese literarische Sensation und für diesen Autor, für die Entstehung dieses Autors als öffentliche Person ja mitgesorgt hat. Und das bringt uns aber jetzt heute in einer sehr spezifischen Weise da, wo die Krankheit eben dann Gottfried Benn selber ereilt. Und wir haben dann hier eben jemanden, der das sozusagen von Anfang an mitverfolgen kann, mit modernsten Mitteln auch betrachten kann und aber dann gleichzeitig auch in die Selbstbetrachtung kommt, in dieser Janusköpfigkeit, in der Dialektik von Arzt und Dichter. Ein Sonderfall und ein Glücksfall, glaube ich auch. Und der besondere Glücksfall ist, dass wir dann jetzt eben auch den, wie ja schon angedeutet, den großen Spezialisten für Gottfried Benn hier haben.
Holger Hof, der sich seit 30 Jahren mit Gottfried Benn beschäftigt. Und ich glaube, wenn man sagt, er weiß alles über Benn, ist das noch untertrieben. Aber er hat, ich kann da sozusagen biografisch beisteuern. Wir saßen gemeinsam damals im Oberseminar von Professor Hillebrand, der damals gerade die Ausgabe nach den Erstdrucken machte. Und da war Holger Hof schon beteiligt. Das war auch jetzt im Zuge der ja jetzt anstehenden Digitalisierung der Universität, glaube ich, einer der frühesten Vorscheine, weil Professor Hillebrand immer gesagt hat, Holger Hof hat das alles auf seinem Computer, die neuen Daten. Das war so ungefähr 1989 oder so. Floppy Disks, frühe Vorform der Digitalisierung, aber diese Saat ist sehr stark aufgegangen, hat sich bei Holger Hof dann eben nicht nur in dieser Ausgabe, sondern auch in der jetzt eben maßgeblichen sämtliche Werke-Ausgabe von Gottfried Benn bei Klett Cotta dann in wesentlichen Editionsleistungen niedergeschlagen. Mehrere Bände, deren Herausgeber er ist, insbesondere aber auch mehrere wichtiger Briefwechsel. Der Briefwechsel mit dem Merkur, mit Ernst Jünger und dem Limes Verlag. Und dann wichtig auch Biografien, eine sehr empfehlenswerte Bildbiografie, wo man auch Gottfried Benn sozusagen in den überlieferten Bildern entdecken kann, damit auch neue Aspekte entdecken kann. Dann aber eben auch eine Biografie, der Mann ohne Gedächtnis. Und es gibt ja seit Holthusen eine große Tradition von Benn-Biografien, aber ich denke, das ist doch auch eine besonders gelungene und auch viel diskutierte. Jetzt auch dann noch neulich eine Auswahl, Absinth schlürft man mit Strohhalm, Lyrik mit Rotstift, ausgewählte Briefe, gerade vor 2 Jahren jetzt erschienen und diese Editionstätigkeit und Publikationstätigkeit jetzt im Moment an der Uni Würzburg zu Gottfried Benn wird auf jeden Fall auch noch weitergehen und wir werden jetzt genaueres zu Benn aus berufenem Munde hören. Holger Hof. Ich versuche das mal. Hört man mich so gut oder muss ich näher ran mit dem Mikrofon? Oder muss ich mir das umhängen? Hänge ich mir das um? Okay. So, ich hab's. Also vielen Dank für den herzlichen Empfang. Vielen Dank für die Einladung, Herr Junginger. Ich bin sehr gerne gekommen. Es freut mich sehr. Das ist der Titel meines Vortrags. Lungenkrebs, Herzschlag, Leberzirrhose. Und das Ganze nennt sich der liebe Gott. Und ich dachte mir, zum Beginn wollen wir vielleicht ein Gedicht von Gottfried Benn hören, das den Titel 1886 trägt. Und etwas in sozusagen in die an den Anfang seines Lebens zurückführt. Und wir hören ihm mal zu. 1886, mein Geburtsjahr. Was schrieben damals die Zeitungen? Wie sah es aus? Ostern am spätesten Termin. An der Elbe blühte schon der Flieder. War für Anfang Dezember ein so unerhörter Schneefall, dass der gesamte Bahnverkehr in Nord- und Mitteldeutschland für Wochen zum Erliegen kam. Paul Heise veröffentlicht eine einfachliche Tragödie. Es ist Hochzeitsabend, die junge Frau entdeckt, dass ihr Mann einmal ihre Mutter geliebt hat. Alle längst tot, immerhin von ihrer Tante die Mutterstelle vertrat, hat sie ein Morphiumfläschchen. Störe das sanfte Mittel nicht. Sie sinkt zurück, ascht nach seiner Hand. Theodor, düster aufschreien, Lydia, mein Weib, nimm mich mit dir. Titel zwischen Lipp und Kelchesrand. England erobert Mandalay, eröffnet das weite Tal des Irrawaddy den Welthandel. Madagaskar kommt an Frankreich, Russland vertreibt den Fürsten Alexander aus Bulgarien. Der Deutsche Radverbund zählt 15.000 Mitglieder. Güsfeld besteigt zum ersten Mal den Mont Blanc über den Grand Moulin. Die Banzois aus dem Perchino zwingen ein Gouvernement Poulain, die mit der besonders tief befahrenen Brust die Wolfssäge, erscheinen auf der Berliner Hundeausstellung. Asmodal erhält die goldene Medaille. Turgenev in Baden-Baden besucht täglich die Schwestern Viardot. Unvergessliche Abende, dein Lieblingslied, das selten gehörte, wenn meine Grillen schwirren. Du war
Oft auch lesen die Schädels Egger. Es taucht auf, wie Dekanthropos Java-Rudimente die Vorstufen. Es stirbt aus der kleine Vogel von Hawaii, genannt der Honigsauger, für den königlichen Federmäntel einen gelben Blaumstreif an jedem Flügel. Kampf gegen die Fremdwörter. Luna, Zephyr, Chrysalide. 1088 Wörter aus dem Faust sollen verdeutscht werden. Agitation der Handlungsgehilfen für Schließung der Geschäfte an den Sonntagnachmittagen. Sozialdemokratische Stimmen bei der Wahl in Berlin 68.535. Das Tiergartenviertel ist Freisinn. Inger hält seine erste Kandidatenrede. 13. Auflage von Brockhaus Konversationslexikon. Die Zeitungen beklagen die Aufführung von Tolstois Macht der Finsternis. Dagegen ist Blumenthal's ein Tropfen Gift eines langen Nachklangs von Wohllaut sicher. Über dem Haupt des Grafen Albrecht Pahlberg, der eine geachtete Stellung in der aufständischen Gesellschaft einnimmt, schwebt eine dunkle Wolke. So leicht zum Hauptmann und Wunderfreude, Salambo verfehlt, ist Kosmopolit. Und nun kommt die Rubrik, der Leser hat das Blau. Er will etwas wissen über Wadenkrämpfe und Fremdkörper. 1886, Geburtstag gewisser Expressionisten, Werner von Dirigenten von Fänger, Bundesbruder Bukoschka, ja, Weltmarschall von B. Kapitalverdoppelung bei Schneider-Kreuzow, Kumpfstahl, Kugler. Gottfried Benn starb am Samstagmorgen des 7. Juli 1956 nach schwerem Krebsleiden im Dahlemmer Oskar-Helene-Heim. Geboren in der Westprignitz, aufgewachsen in der Neumark und zu Hause in Berlin, war er Sanitätsoffizier zweier Weltkriege und nach eigenen Aussagen Dichter zweier Phasen des Expressionismus. Am Ende seines 70 Jahre währenden Lebens hatte er einen Blutdruck von 130 zu 80. Das Blutbild wies einen an der oberen Norm befindlichen Wert von 10.000 Leukozyten pro Mikroliter auf. Die letzte Blutsenkung war mit 34 zu 64 deutlich erhöht. Den Plan, Medizin zu studieren, fasste der Pfarrerssohn bereits, während er das Gymnasium in Frankfurt an der Oder besuchte. Nach 4 Semestern Theologie und Philologie in Marburg und Berlin und einer zähen Auseinandersetzung mit seinem Vater begann er das Studium im Oktober 1905 an der Militärärztlichen Kaiser-Wilhelms-Akademie in Berlin. Seine Approbation und die sich anschließende Promotion erfolgten Anfang 1912. Seine Spezialgebiete waren die Psychologie und die Pathologie. Nach dem Ersten Weltkrieg ließ er sich bereits im November 1917 als Arzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten nieder und beendete 2 Jahre später die nebenbei laufende Facharztausbildung. Unter dem Druck einer lang anhaltenden ökonomischen Krise und den kulturpolitischen Veränderungen des nationalsozialistischen Regimes bemühte er sich 1935 um den Wiedereintritt ins Militär. Nach 2 Jahren Dienst in der Wehrersatzinspektion in Hannover kehrte Benn 1937 nach Berlin zurück und übernahm im Oberkommando der Wehrmacht gutachterliche Aufgaben als Versorgungsarzt. Seine Praxis führte er nach dem Krieg bis zum 30. Juni 1953 fort. Das heißt, bis auf wenige Ausnahmen. Denn nur 2 Wochen später heißt es in einem Brief an F.W. Oelze: Einerseits habe ich etwas Heimweh nach dieser armseligen Tätigkeit, die mich seit 1917 mein Leben hat fristen lassen. Andererseits juble ich, dass nun nicht mehr jeder ankommen kann von morgens bis abends und mich belämmern und von mir verlangen, dass ich mir seine Flechten und Juckstellen ansehen muss und seine Pilze zwischen den Zehen und seinen Grind auf dem Kopf. Nur meine Salondamen betreue ich weiter. Das ist Bargeld und nicht unamüsant und geht schnell. Das titelgebende Zitat notierte Gottfried Benn als Lesefrucht in sein aktuelles Notizheft. Ziemlich genau 8 Monate bevor er starb. Es fällt auf, dass er Krankheiten aufzählt, an denen man in der Regel stirbt.
und das Ganze nennt sich der liebe Gott. Mit das Ganze ist wohl das Leben gemeint und das Sterben gehört dazu. Wie im Übrigen eine Überzeugung, für die man, um sie zu teilen, kein Arzt sein muss. Dass sich dies Ganze der liebe Gott nennt, kann wiederum nur spöttisch gemeint sein. Und damit sind wir schon mittendrin oder eher noch am Ende des Lebens des vielleicht bedeutendsten Lyrikers des letzten Jahrhunderts, dieses Einzelgängers, der Mitglied in drei Akademien wurde und 1951 der erste Büchner-Preisträger war. Zum Leben, da brauchte er nach eigenem Bekunden nur eine Kneipe und eine Apotheke. Das ist natürlich eine ironisch ernst gemeinte Anspielung auf seinen enormen Medikamenten und regelmäßigen Alkoholkonsum, der ihm das Leben erleichterte, dass er trotz häufiger Migräneattacken und trotz oder sollte ich sagen wegen intensiver Stimmungsschwankungen nicht ungern lebte. Ja, es ließen sich viel mehr dieser scheinbar flapsig formulierten Gedanken und Beobachtungen um den Lebens- und Gesundheitskomplex zusammentragen, die er in eben jenen Kneipen in seinen Notizheften sammelte, um sie später auf ihre literarische Verwertbarkeit zu prüfen. Die Art wuchert und stärkt sich durch Tabletten. Der Körper ist morbider geworden. Die moderne Medizin weist ihn ja geradezu auf 1000 Krankheiten hin. Sie brechen mit wissenschaftlicher Gewalt aus ihm hervor. Nichts gegen die Ärzte, großartige Leute. Früher bei einem Mückenstich kratzte man sich, heute können sie ihnen 12 Salben verschreiben und keine nützt. Aber das ist doch Leben und Bewegung. Die Körper sind morbider geworden, aber sie leben länger. Ein Römer der Kaiserzeit wurde 25 Jahre. Aber ihn trug die römische Virtus. Heute erweichen sie vor Prophylaxe und kommen vor Reihenuntersuchungen kaum noch nach Hause. Oder die moderne Medizin kommt mir vor wie ein Warenhaus. Jeder kann reingehen, sich eine Krankheit kaufen. Mit der geht er dann zum Arzt und nun geht's los. Es wird gezählt, getestet, gerollt, abgestrichen. Der Arzt will und muss ja was finden. Nicht etwa wegen des Geschäfts, sondern um der Patienten willen. Die modernen Krankheitsbezeichnungen verleihen Züge von Individualität. Sie prägen die verwaschenen Linien, werden zum Mittelpunkt. Kurz, sie stärken das Ich und damit die Gesundheit. Gottfried Benn hatte also ein zumindest ambivalentes Verhältnis zur Medizin. Im Grunde betrachtete er sie wie alle positivistischen Wissenschaften als ein Feld, in dem er sich zwar bestens auskannte, dem er jedoch aus künstlerisch-philosophischer Sicht zweifelnd gegenüberstand, eben weil er sich so gut auskannte. Er sagte zu Beginn, am Ende seines 70 Jahre währenden Lebens und erwähnte den lieben Gott. Und bereits hier befürchte ich, er könnte sich aus seinem Grab erheben und auf eine seiner Formulierungen erinnernd darauf bestehen, dass dieses Psalmistenwort an ein Glück rühre, das die von ihm diagnostizierte anti-individualistische Stoßrichtung seiner Epoche und seiner Kunst missachte. Sein Credo trage der Vorstellung vom Realitätszerfall und der von der Koppelung des Ästhetischen an das Physiologische Rechnung. Denn das Leben währet 24 Stunden und wenn es hochkommt, war es eine Kongestion. Der menschliche Leib, heißt es an anderer Stelle, ist ein metaphysisches Massiv. Aus ihm steigen die Geheimnisse. Ohne ihn keine Freiheit und kein Fluidum. Ohne ihn keine Erkenntnis. In ihm allein entwickelt der Tod sein Feld. Überhaupt der Tod. Als ich beschloss, mich näher mit den biografischen Umständen von Benns letztem Leiden und Sterben zu befassen, beschlich mich das mulmige Gefühl der Indiskretion. Man bedenke, dass Benn die Beschäftigung der Literaturwissenschaft bereits mit seinem Werk geradezu als Vivisektion empfand. Was mich jedoch sofort fasziniert hat, ist die Tatsache, dass wohl kaum ein Thema zu wählen wäre, welches weiter ins Biografische hineinreichte. Auch bietet es die einzigartige Möglichkeit, über das Feld der Medizin hinaus aus außermedizinischer Sicht den Blick auf die Krebserkrankung Gottfried Benns zu richten, die zu seinem Tod im Sommer 1956 führte. Natürlich fällt einem sofort sein 1950 verfasstes Gedicht Restaurant ein. Am besten, ich lese es Ihnen vor. Restaurant.
Der Herr drüben bestellt sich noch ein Bier. Das ist mir angenehm, dann brauche ich mir keinen Vorwurf zu machen, dass ich auch gelegentlich einen zische. Man denkt immer gleich, man ist süchtig. In einer amerikanischen Zeitschrift las ich sogar, jede Zigarette verkürze das Leben um 36 Minuten. Das glaube ich nicht. Vermutlich steht die Coca-Cola-Industrie oder eine Kaugummifabrik hinter dem Artikel. Ein normales Leben, ein normaler Tod, das ist auch nichts. Auch ein normales Leben führt zu einem kranken Tod. Überhaupt hat der Tod mit Gesundheit und Krankheit nichts zu tun. Er bedient sich ihrer zu seinem Zwecke. Wie meinen Sie das? Der Tod hat mit Krankheit nichts zu tun. Ich meine das so. Viele erkranken, ohne zu sterben. Also liegt hier noch etwas anderes vor. Ein Fragwürdigkeitsfragment. Ein Unsicherheitsfaktor. Er ist nicht so klar umrissen, hat auch keine Hippe. Beobachtet, sieht um die Ecke, hält sich sogar zurück und ist musikalisch in einer anderen Melodie. In einer früheren Arbeit Benz finden sich ganz ähnliche Gedanken. Der Tod ist ein Schatten, der sich weit durch das Leben zieht, heißt es in Benz' Einführung zu Georges Barbarins Buch Der Tod als Freund aus dem Jahr 1938. Von wem, von was, man kann es nicht sagen, das ist alles. Verlassen, was man schmerzlich liebte, verlassen, um was man schmerzlich litt, ohne Erklärungen zu erhalten über die Materie, an die man gebunden war und ohne begründete Erkenntnis vom Wesen dessen, das einen nun wieder von ihr fordert. Zum ersten Mal kam Ben mit der uns heute beschäftigenden Thematik eng in Berührung, als seine Mutter an Krebs erkrankte und kurz darauf starb. Sie starb den schwersten Tod, den ich gesehen habe, wochenlang. So schrieb er an seinem 26. Geburtstag an den Kommilitonen Leo Königsmann, nur wenige Wochen nach ihrem Tod. Sie bekam die letzten 2 Monate täglich etwa nur so viel Luft, wie unser einer stündlich zu sich nimmt. An Liegen war gar nicht zu denken. Sie konnte nur noch in einer bestimmten Stellung sitzen, bei der noch Luft durchging. Und Tag und Nacht musste ihr jemand den Kopf halten, weil sie zu schwach war, es zu tun und weil er sonst abgeknickt wäre. Die ganze eine Lunge war voll Metastasen, desgleichen Leber und so weiter, gar nicht zu beschreiben. Und sie selber und alle wussten, dass sie aufgegeben war und nicht mehr zu helfen. So war in diesem Sinne ihr Tod jedenfalls ein Glück. Soweit ich es übersehe, gibt es keinen Grund, an den Worten des frühen Ben-Biografen Thilo Koch zu zweifeln, die beschreiben, wie sehr Ben dieses Ereignis belastete. Er hat es mir noch selbst erzählt, wie er den Vater hasste, weil der es untersagte, dass die Mutter Linderungsmittel bekam. Sie rief ihren Sohn zu sich: Gottfried, du bist jetzt Arzt, du musst mir helfen. Er konnte nicht helfen und er durfte nicht lindern. Das Übel ist uns von Gott geschickt, erklärte Pfarrer Ben. Wir müssen es ertragen. Auf die Linderungsmittel werde ich noch zurückkommen. Doch bevor wir uns mit Bens Sterben beschäftigen, möchte ich den Blick auf eine Krankheit richten. Insofern Krankheit der richtige Ausdruck dafür ist, die sein ständiger Begleiter war bis ins Alter. Ben brachte dafür den Begriff Depersonalisation ins Spiel. Und mit großer Wahrscheinlichkeit fällt diese dem Tod der Mutter unmittelbar vorausgehende psychische Krise ins Jahr 1911. Freilich befinden wir uns auf etwas unsicherem Terrain, weil wir es hier mit einer Diagnose zu tun haben, die Ben 10 Jahre nach der psychiatrischen Tätigkeit während seines praktischen Jahres in der Berliner Charité zu allem Überfluss in einem literarischen, wenn auch autobiografischen Text stellte. Ich zitiere aus dem Epilog betitelten Text, der Bens gesammelte Schriften aus dem Jahr 1922 beschloss. Ich war ursprünglich Psychiater gewesen, bis sich das merkwürdige Phänomen einstellte, das immer kritischer wurde und darauf hinauslief, dass ich mich nicht mehr für einen Einzelfall interessieren konnte. Es war mir körperlich nicht mehr möglich, meine Aufmerksamkeit, mein Interesse auf einen neu eingelieferten Fall zu sammeln oder die alten Kranken fortlaufend individualisierend zu beobachten. Die Fragen nach der Vorgeschichte ihres Leidens, die Feststellungen über ihre Herkunft und Lebensweise, die Prüfungen, die sich auf des Einzelnen Intelligenz und moralisches Qui-vive bezogen, schufen mir Qualen, die nicht beschreiblich sind. Mein Mund
trocknete aus, meine Lider entzündeten sich. Ich wäre zu Gewaltakten geschritten, wenn mich nicht vorher schon mein Chef zu sich gerufen, über vollkommen unzureichende Führung der Krankenbeschichten zur Rede gestellt und entlassen hätte. Ich versuchte mir darüber klar zu werden, woran ich litt. Von psychiatrischen Lehrbüchern aus, in denen ich suchte, kam ich zu modernen psychologischen Arbeiten, zum Teil sehr merkwürdigen, namentlich der französischen Schule. Ich vertiefte mich in die Schilderungen des Zustandes, der als Depersonalisation oder als Entfremdung der Wahrnehmungswelt bezeichnet wird. Ich begann, das Ich zu erkennen, als ein Gebilde, das mit einer Gewalt, gegen die die Schwerkraft der Hauch einer Schneeflocke war, zu einem Zustande strebte, in dem nichts mehr von dem, was die moderne Kultur als Geistesgabe bezeichnete, eine Rolle spielte, sondern in dem alles, was die Zivilisation unter Führung der Schulmedizin anrüchig gemacht hatte, als Nervenschwäche, Ermüdbarkeit, Psychasthenie, die tiefe, schrankenlose, mythenalte Fremdheit zugab zwischen dem Menschen und der Welt. Nach dem psychischen Zusammenbruch, der auch den Moment von Bens Scheitern als Psychiater markiert, ging es um nicht weniger als die künstlerische Erledigung des auf religiöser Grundlage gewachsenen positivistischen Weltbildes, das seinen Ausdruck in den modernen Naturwissenschaften fand. Auf dieser Grundlage ließ sich für Ben die Welt nicht länger erklären. Aber von nun an war sie die unverzichtbare Folie, auf der seine Dichtkunst ansetzen, poetisch sich auf- und wieder entladen konnte. Es sind die Monate des Absturzes der Psyche des angehenden Arztes. In dem Maße, wie die Konturen des Psychopathen, seine Nervenschwäche und seine Ermüdbarkeit deutlicher wurden, wuchs, so scheint es, das Selbstverständnis des Dichters und die Größe seines Auftrags. Gottfried Benn setzte mit 25 Jahren alles auf die Kunstkarte. Er bündelte die gemachten Erfahrungen in dem novellenartigen Prosatext Unter der Großhirnrinde, der 2 Wochen nach Absolvierung des Charité-Jahres erschien. Tabula rasa machte und den Tempel reinfegte. Darin heißt es: 3 Wissenschaften streiten um diese Fragen. Jede sagt, die beiden anderen seien idiotisch. Ich bin von allen dreien durchseucht. Ich habe mich in jede einzelne eingewühlt wie die Sau in die Sohle. Ganz eingeschmutzt habe ich mich mit ihnen, mit dem Erfolg, dass ich nun keiner mehr glauben kann. Es stellt sich die Frage, was ist das eigentlich für eine Verquickung von Medizin und Literatur, die Ben niemals auflösen wollte? Als er 17 Jahre alt war und auf Wunsch seines Vaters in Marburg ein Theologie- und Philologiestudium begonnen hatte, suchte er Rat bei dem Lyriker und Literaturkritiker Karl Busse, dem Reich Ranitzky der vorletzten Jahrhundertwende. In einem Brief beschreibt er seinen Werdegang. Pastorensohn vom Lande, hineingeboren in religiöse Atmosphäre, von Kind auf damit vollgesäugt, bildet das Religiöse einen Bestand meiner Seele. Daneben wuchs und blühte seit Erinnern eine tiefe, große Sehnsucht nach Leben und Schönheit, die ihren Ausdruck fand in dem Verlangen, Künstler werden. Sehen Sie den Riss? Hier Religion, Kirche, Vaterhaus, dort Sehnsucht nach Freiheit, eigener Weltanschauung, Künstlertum. Die Sehnsucht nach Freiheit und Selbstbestimmung war vorläufig befriedigt. Das Theologiestudium durch das erwünschte Medizinstudium ersetzt. Mit der Sehnsucht nach einer eigenen Weltanschauung war es weit weniger gut bestellt. Wie die Sau in die Sohle, ganz eingeschmutzt habe ich mich. Aber offensichtlich, aus medizinischer Sicht gesprochen, hilft das Künstlertum bei der Klärung des inneren Sehnsüchtehaushalts. Allein schon durch die Kraft und die Fähigkeit, gültige Formulierungen für den Moment zu finden. Am Ende eines schwierigen, beinahe 10 Jahre dauernden Prozesses der Ablösung von seinem Vater stand fest: Gottfried Benn würde nicht wie sein Vater Seelen, sondern Körper heilen. Er würde das Wort nicht deuten, sondern es gestalten. Vom Tag an, als er noch vor Beendigung des Ersten Weltkriegs 1917 nach Berlin zurückgekehrt war, führte er eine Praxis als Haut-
und für Haut- und Geschlechtskrankheiten, während er noch 2 Jahre lang Assistenzarzt an der Charité bei dem Dermatologen Edmund Lesser war, ehe er nur noch seine Praxis fachärztlich weiterführte. Diese Existenz als Arzt und Dichter bezeichnete er in seiner 1950 erschienenen Autobiografie als Doppelleben. Während die Mediziner gerne behaupten, dass ihre berufsbedingte Nüchternheit nach der Kunst aus kompensatorischen Gründen verlangen würde, folgen die Literaturwissenschaftler meist der von Ben selbst vorgetragenen These, dass ihm rückblickend seine Existenz ohne diese Wendung zur Medizin und Biologie völlig undenkbar schien. Ich füge hinzu seine berufliche und künstlerische Existenz. Es sammelte sich noch einmal in diesen Jahren die ganze Summe der induktiven Epoche, ihre Methoden, Gesinnungen, ihr Jargon. Alles stand in vollster Blüte, es waren die Jahre ihres höchsten Triumphes, ihrer folgenreichsten Resultate, ihrer wahrhaft olympischen Größe. Ihr allein habe er die Kälte des Denkens, Nüchternheit, letzte Schärfe des Begriffs, Bereithalten von Belegen für jedes Urteil, unerbittliche Kritik, Selbstkritik, mit einem Wort die schöpferische Seite des Objektiven zu verdanken. Er fügte durchaus selbstbewusst hinzu, ich war also auch in der Medizin immer up to date. Ich bin fachärztlich zuständig für 3 Spezialgebiete, Pathologie. Ich war Leiter eines kleinen pathologischen Instituts, dann für Dermatologie und Venerologie. Und drittens, wie man aus diesem Buch sieht, auch für Versorgungsmedizin. In allen diesen 3 Disziplinen habe ich wissenschaftliche Arbeiten verfasst, die in den entsprechenden Fachzeitschriften und Büchern veröffentlicht wurden. Und zwar keine geisteswissenschaftlichen Feuilletons dazu, sondern nüchterne, statistische, kasuistische Elaborate. Eine besondere Form der Tarnung. Doch beantwortet auch dies nicht meine Frage nach der Art der hier vorliegenden Verquickung von Medizin und Literatur. Natürlich spielt der Begriff Doppelleben mit der Tatsache, dass Ben sein Leben in 2 getrennten Milieus verbrachte. Und ganz offensichtlich hatte er seine Freude daran, wenn die eine Seite von der anderen nichts mitbekam. Eine besondere Form der Tarnung, wir hörten es. Und wenn nicht alles täuscht, haben wir es mit einem biografisch-existenziellen Versteckspiel zu tun, bei dem die Tarnung der einen Seite so viel Befriedigung verschafft wie der Wunsch nach Enttarnung auf der anderen. Aber mir scheint all das immer noch zu oberflächlich. Es muss eine tiefere Beziehung geben zwischen Bens Künstlertum und seinem mal mehr oder weniger gesunden oder auch kranken Leib, diesem unter starken Stimmungs- und Antriebsschwankungen leidenden metaphysischen Massiv. Es scheint mir nämlich so zu sein, dass Ben eine sehr genaue Vorstellung davon besaß, wie er aus seinen psychischen Krisen, die in der Regel mit Phasen des Verausgabtseins zusammenfielen, gestärkt und vor allem künstlerisch produktiv wieder hervorkommen würde. Burnout als Anlaufphase zum nächsten Feuer, da ist was dran. Die Ruhe vor dem Sturm, sozusagen. Dichten nicht als hochenergetischen Prozess zu begreifen, hieße nämlich zu verkennen, was im Begriff des Dichtens steckt, nämlich die unsägliche Mühe und Anstrengung der Kompressionsarbeit nicht nur an der Sprache, sondern auch der vorbereitenden Arbeit nach innen, also die Voraussetzungen zu schaffen, dass nicht nur ein Strohfeuer entfacht wird. Um Ihnen einmal anschaulich zu machen, was ich meine, möchte ich Ihnen einen Brief vorlesen, den Ben 1931 seinem behandelnden Arzt schrieb, der ihm dringend geraten hatte, wie Ben an anderer Stelle ausführte, mich für den Winter und vor dem Winter aufmöbeln zu lassen. Er sagt, Walter Hirsch oder Fürstenberg in Mecklenburg, wo in einem alten Schloss und Park ein mondänes Sanatorium ist mit Duschen, Massage, Besprengung, Bestrahlung und Diät. Ich war körperlich zu strapaziert und auch sehr deprimiert. Denn wenn es auch nur eine sogenannte Neurose ist, ist auch Neurose etwas Tatsächliches und Wirksames und kann einen malträtieren. Doch nun der Brief.
Bitte seien Sie mir nicht böse, wenn ich mich für diese Woche noch nicht entschließen kann, nach Fürstenberg zu gehen. Ich habe für Sie noch ein ganz bestimmtes Arbeitsprogramm zu erledigen. Und nachdem ich infolge meiner Depression einige Zeit feiern musste und nun dank Ihrer Hilfe, Ihres Zuspruchs und des herrlichen Theominal wieder etwas Mut gefasst habe und zu arbeiten wage, muss ich gewisse Dinge erst unter Fach bringen, ehe ich mich erholen fahre. So gewiss ich Ihren Rat, mich systematisch medikophysikalisch behandeln zu lassen, für absolut richtig, ja notwendig ansehe, weiß ich doch aus Erfahrung, dass ich meine körperliche und seelische Restauration nur auf meine Weise, durch völliges Verschwinden und Untertauchen auf einer Reise nach meinem Geschmack finden kann. Darum werde ich wohl meine knappe Zeit doch mit dieser Methode verbringen. Bitte verstehen Sie das und bitte, ich flehe Sie an, entziehen Sie mir deswegen Ihre ärztliche und Ihre menschliche Freundschaft nicht. Wer Kunst macht, ist ein Irrer. Bitte bedenken Sie das und muss das ja so büßen. Und für einen solchen ist es unter Umständen mehr, als Unrasierter in einer fremden Stadt an einer Straßenecke zu stehen, als in einem gepflegten Sanatorium sich duschen und besprengen zu lassen. In diesem Zusammenhang will ich noch einmal auf das Gedicht Restaurant zurückkommen, denn es lenkt den Blick nicht nur auf das Thema des Todes, sondern ebenfalls auf Bens labile Psyche, die ihn tatsächlich sein Leben lang begleitet hat. Um es vorab klarzustellen, dass Ben unter Depressionen gelitten habe, glaube ich nicht. Denn Anzeichen, seien es noch so viele, für eine mögliche Depression zu erkennen, das wissen Sie besser als ich, lassen noch lange nicht auf die gesicherte Diagnose schließen. Also, die Stimmung längere Zeit gedrückt ist, der rechte Antrieb fehlt, die Nacht kaum Ruhe bietet, etc. Um annäherungsweise herauszubekommen, was es mit Bens Stimmung auf sich hatte, möchte ich im Folgenden etwas genauer in seine Tageskalender schauen. Die erste Handschrift des Gedichts Restaurant datiert vom 14. April 1950. Ende März war Doppelleben erschienen. Und damit war auf der autobiografischen Ebene wieder einmal Tabula Rasa hergestellt. Ein Zustand, auf den Ben Zeit seines Lebens immer wieder hinarbeitete. Man erwartet es beinahe beim Durchblättern seines Kalenders. Am 1. April notierte er sehr, sehr down. Tags darauf versuchte er offenbar in eine lyrisch produktive Stimmung zu geraten. Vereinzelt notierte er Verse, die eben jenen Versuch thematisierten. Man liest, und plötzlich wirst auch du Debussy sein. Nachmittag eines Faun und Melisande. Und dann bricht es ab, ein Ton allein bleibt Sarabande. Am 4. April entstand das zu Lebzeiten nicht veröffentlichte Gedicht Kelche. 3 Tage später entwarf er die 4. Strophe des berühmten Gedichtes Reisen. Lyrische Produktion fast im Tagestakt. Wir ziehen einen großen Bogen am 11. Denk der Vergeblichen am 13. April. Denk der Vergeblichen, die zarte Schläfe ingewendeten Gesichts, in der Erinnerungen Treue, die wenig Hoffnung ließen, doch auch nach Blumen fragten und still Verschwiegenes mit einem Lächeln von wenig Ausdruck in ihren kleinen Himmel hoben, der bald verlöschen sollte. Das ist nicht mehr wie Jahrzehnte vorher. Meine Innenschläfe ist die Fresse, die mich anstinkt. Und tags darauf saß er in seiner Lieblingskneipe der Tramburg und schrieb eben jenes Gedicht Restaurant. 2 Tage später hieß es im Kalender Brief an Oelze über Apathie. Lieber Herr Oelze, wenn ich so lange nicht schrieb, so waren es zuerst äußere Gründe, die Wohnungsrenovation und dann innere, Downheit, Apathie, Müdigkeit. Mir kommt vor, dass ich den Rest meines Lebens nur noch im Liegen verbringen werde. Ich folge ja meinen Dumpfheiten immer sehr und bekämpfe sie nicht. Lasse sie verweilen und sich ausbreiten in der Hoffnung auf ihre dialektische Natur. Ich denke, murmle, töse vor mich hin. Es ist kalt. Keine Gärten zum Beschauen, keine Blüten zum Ergötzen, keine Erlebnisse, die mich beschäftigen, keine Pläne, die mich reizen. Auch die Nietzsche-Sache lasse ich liegen. Was geht's mich an? Verfall oder Stille vor dem Sturm? Kilosa, Sie sind ein aktiver junger Mann gegen mich gehalten.
An den Tagen darauf notierte er wiederum, dass er müde und apathisch sei. Die lyrische Produktion geht aber weiter. Am 18. April entstand das Gedicht Notturno. Zweifellos machte Ben den Versuch, die Apathie als Gemütszustand in den lyrischen Produktionsprozess mit einzubeziehen. Es ist der Versuch, aus der Eindruckslosigkeit noch einen Vorteil zu ziehen. Apathie nicht als Vorglühen, sondern als reale Möglichkeit der Produktivitätssteigerung. Psychische Krisen durchziehen Bens Leben wie ein roter Faden. Und natürlich erklären sie weder seine Produktivität noch seinen künstlerischen Rang. Trotzdem will ich mir den Hinweis erlauben, dass ein Blick in die Tageskalender Bens der letzten Jahre ein ganz enormes Ausmaß an krisenhaften Stimmungen offenlegt. Nur selten hat man den Eindruck, dass er gut gelaunt oder fröhlich gewesen sein könnte. Von down, sehr down, tief down, schwer down, ungewöhnlich down und sehr, sehr down, über marode, migränoid, müde und mürbe bis hin zu tiefe Trübsal reichen die Bekundungen des Missbefindens, um nur einige Vokabeln zu nennen, welche die zeitweise tiefe Niedergeschlagenheit Bens formelhaft wie die Litaneien des Wetters mit den täglich zum Teil mehrfach notierten Temperaturen und dem Auf und Ab des Saldos in der Rückschau gedrängt und sich dem Ablauf der Tage aufprägend zum Ausdruck bringen. Es gibt eine kurze Notiz Bens aus dem Jahr 1948, die seine Haltung dazu klärt. Im bürgerlichen Sinn geht die Zerrüttung in Krankheit über, beim artistischen in Ausdruck und Wandlung. Und kürzlich stolperte ich über einen Gedanken Bens, den er wenige Wochen vor seinem Tod notierte. Ein letztes Mal reflektierte er seine Situation als Künstler, die besondere Situation, einem Wiederholungszwang zu unterliegen, der im Gen mitgegeben wurde. Ein letztes Mal vergewisserte er sich, den Willen zur Größe nicht aufgeben, läppisch sein, spielen. Gewiss aber auch der Ernst dessen, der nur kurze Zeit da ist und das weiß. Soll man an den Schlaf der Welt rühren? Fragte er weiter. Er soll das nicht, es sei denn, dass er es muss. Es bleibt nichts übrig als der Rückgriff auf sich selbst. All das Gerede in Politik und Psychosomatik vom Asozialen, von Kontaktarmut, von schizoider Entfremdung der Wahrnehmungswelt kann nicht bestehen vor dem Prinzip der Selbstvollendung, dem Wiederholungszwang der Anlage seiner selbst. Oder denken Sie an die berühmte Stelle aus den Problemen der Lyrik. Ihr gesund und krank kommen mir vor wie Begriffe aus der Zoologie, von Veterinären geprägt. Bewusstseinszustände kommen in ihnen doch gar nicht zur Sprache. Die verschiedenen Arten der Ermüdung, die unmotivierten Stimmungswechsel, die Tagesschwankungen, die optische Sucht nach Grün plötzlich, die Berauschung durch Melodien, nicht schlafen können, Abstoßungen, Übelkeiten, die hohen Gefühle wie die Zerstörung, alle diese Krisen des Bewusstseins, diese Stigmatisierungen des späten Quartär, diese ganze leidende Innerlichkeit wird nicht von ihnen erfasst. In diesem Zusammenhang lässt sich auch das im Januar 1956 entstandene Gedicht »Kann keine Trauer sein« rücken. Es entstand zu einem Zeitpunkt, als Ben sich mit einer möglichen Krebsdiagnose erstmals konfrontiert sah. Ich zitiere eine etwas längere Passage aus meiner Biografie »Der Mann ohne Gedächtnis«. Am 6. Januar 1956, ein Freitag, war der Morgen wie alle Tage seit Weihnachten grau. Es hatte geregnet. Die Straßen waren nass. Ben hatte gut geschlafen. Am Abend zuvor war er bereits um 11 zu Bett gegangen. Vorher saß er mit Ilse für eine Stunde bei Bettin, eine der zahlreichen Kneipen um den Bayerischen Platz, wo er ganz gegen seine Gewohnheit kein Bier, sondern einen Pernod trank. Er war erleichtert, dass sich die Bildhauerin Jutta Wrede aus Braunschweig nach drei anstrengenden Sitzungen verabschiedet hatte. Ihre Besuche, bei denen er mehr auf der Couch lag als auf dem Stuhl saß, hatten ihn irgendwie berührt, doch er war müde. Adenauer 80 Jahre, notierte er in seinen Kalender, denn der Bundeskanzler war in Bonn mit großem Aufwand und unter Beteiligung zahlreicher Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Kultur gefeiert worden. Ben fragte sich, ob er im Mai seinen eigenen 70. Geburtstag überhaupt erleben würde. Bereits seit dem Silvesterabend, den Ilse und Gottfried mit den Akademiekollegen, dem Künstler-Ehepaar Voti und Theodor Werner und der Tänzerin Marie Wiegmann verbracht hatten, fühlte er sich down.
Als er dann schwarzen Stuhl, teerfarbenen, bei sich feststellte, suchte er sofort seinen Hausarzt auf, der ein 12-Fingerdarmgeschwür diagnostizierte, zu Stuhluntersuchung auf okkultes Blut riet und als Sofortmaßnahmen bestimmte, nicht rauchen, kein Bier trinken, kaum was essen. Nachdem er jedoch den Laborarzt Dr. Wolfgang Albert konsultiert hatte, kamen ihm Zweifel. Nicht die Sache vom Sommer mit dem hohen Blutdruck. Etwas Ernsteres. Ich mag nicht viel davon sprechen. Erinnere dich an die letzten Jahre deines verehrten Vaters. In dieser Richtung etwas höher gelegen. Jedenfalls sprechen alle Untersuchungen dafür. Die Blutsenkung betrug 27:49 und war damit ungefähr dreimal so hoch wie normal. Ob er vielleicht doch seinen Medikamentenkonsum einschränken sollte, morgens kein Preludin mehr nehmen, um aufzuwachen, zum Einschlafen kein Phanodorm und tagsüber kein Pyramidon gegen die Kopfschmerzen. Er griff zum Telefonhörer, rief den Kollegen Albert an, um dessen Meinung zu hören. Den Abend des 6. Januar verbrachte Ben wieder zu Hause. Morgen Nachmittag musste er ins Krankenhaus und er hielt es nicht für ausgeschlossen, dass er es nicht mehr verlassen und in dem Bett, in das er sich legen würde, sterben könnte. Er nahm seine Kladde, notierte das Datum, Tag der Erscheinung des Herrn, nahm so auch den fernsten aller möglichen Horizonte in den Blick und schrieb: 6.1.56. In jenem kleinen Bett, fast Kinderbett, starb die Droste. Zu sehen in ihrem Museum in Meersburg. Auf diesem Sofa Hölderlin im Turm bei einem Schreiner. Rilke, George, wohl in Schweizer Hospitalbetten. In Weimar lagen die großen schwarzen Augen Nietzsches auf einem weißen Kissen. Bis zum letzten Blick. Alles Gerümpel jetzt oder gar nicht mehr vorhanden. Unbestimmbar, wesenlos, im schmerzlos ewigen Zerfall. Wir tragen in uns Keime aller Götter, das Gehen des Todes und das Gehen der Lust. Wer trennte sie, die Worte und die Dinge? Wer mischte sie, die Qualen und die Stadt, auf der sie enden? Holz mit Tränenbächen, für kurze Stunden ein erbärmlich Heim. Kann keine Trauer sein, zu fern, zu weit, unberührbar Bett und Tränen. Kein Nein, kein Ja, Geburt und Körperschmerz und Glauben, ein Wallen, namenlos ein Huschen, ein überirdisches, im Schlaf sich regend, bewegte Bett und Tränen, schlafe ein. Gottfried Benn für Merkur, Titel kann keine Trauer sein. Mit dem Berliner Brief für Hans Peschke und dessen Merkur hatte er seinen letzten literarischen Lebensabschnitt begonnen. Mit »Kann keine Trauer sein« wollte er ihn abschließen. »Sollte es schlecht ausgehen, ist es mein Abschied für Sie und von Ihnen. Seien Sie meiner Freundschaft versichert.« Und noch zwei schriftliche Zeugnisse dieses bewegenden Abends lassen erahnen, wie ihm zumute war. Im Kalender notiert er »Abends zu Hause«. Traurig. Brief an Peschke mit Gedicht, kann keine Trauer sein. Das andere ist ein Abschiedsbrief an seine Frau Ilse, in dem er ihr versicherte, dass sie das Glück seines Lebens war. Dich in meine Todesstunde mitnehmen und dein liebes Gesicht vor mir sehen. Ich weiß nicht, wie ich schließen soll. So erfüllt ist mein Inneres von dem Kummer, dass ich dich verlassen und dir das antun muss. Ich habe dich immer geliebt und liebe dich bis zum letzten Augenblick. Am nächsten Nachmittag legte sich Ben in das Bett des St. Gertrauden Krankenhauses in der Parelzer Straße in Wilmersdorf, Station 9, 4. Etage, in einem doppelfenstrigen Zimmer mit Bad. Als er gewogen wurde, zeigte die Waage 85,3 Kilogramm. Erst beschlossen die Ärzte, ihm eine Gallendiät zu verabreichen, dann eine Fleisch-, schließlich eine Milchdiät mit Rollkur. Ständig wurde ihm Blut abgenommen, heiße Packungen gemacht und Glaubersalz für geschmeidigen Stuhl verabreicht. Besuche erhielt Ben in diesen Tagen bis auf den des befreundeten Nachbarn Walter Lennig und Haushaltshilfe Lieselotte nur wenige. Ilse kam so gut wie jeden Tag für 2 Stunden. Alles in allem war der Zustand deprimierend. In den Tagen seines Krankenhausaufenthaltes erreichten ihn die Nachrichten einiger anderer müder Helden. Paul Fechter lag in einer Privatklinik und schrieb deprimierte Briefe.
die dessen Freundin, die Schriftstellerin Ilse Molzahn, mit einem Strauß aus Veilchen und Christrosen und einem Stück Bernstein ans Krankenbett brachte. Von A.R. Meyer, dem Verleger der Morgue, kam die Kunde seines Todes. Ob Ben von seiner todbringenden Krankheit gewusst hat? Leicht ließe sich behaupten, dass er seine Darmerkrankung zu Beginn des Jahres 1956 als Vorboten empfunden hat. Vor allem der zitierte Brief an Erna Pinner, in dem er die Vermutung äußerte, an Darmkrebs erkrankt zu sein. Aber genügend andere Briefstellen deuten darauf hin, dass er die anschließende Entwarnung der behandelnden Ärzte ernst genommen hat oder ernst nehmen wollte. Vielleicht lässt sich der Zeitpunkt etwas näher eingrenzen, wo Symptome seiner Krebserkrankung erkennbar werden. Ben verließ also am 21.01.1956 das Krankenhaus. Sein Allgemeinzustand hatte sich verbessert. Er sollte sich noch 2 Wochen schonen, Diät halten, die Rollkur abschließen. Nach diesen 2 Wochen, in denen sich der Patient exakt an die Vorgaben der Ärzte gehalten hatte, kam es zu einer Verschlechterung der Situation. Ben notierte am 4. Februar, dass er 2 Tabletten Irgapyrin, ein inzwischen vom Markt genommenes Analgetikum, eingenommen habe. Er vermutete einen polyneuritischen Komplex in der rechten Nierengegend. Am nächsten Tag ging es ihm nicht besser. Zudem plagten ihn starke Kopfschmerzen und Übelkeit. Im Übrigen notierte er keine Änderung. Neben den Analgetika nahm er zusätzlich eine Tablette Pyramidon. Die Blutsenkung war mit 19:43 immer noch erhöht. Mitte März ging Ben zur Röntgen-Kontrolluntersuchung. Der behandelnde Arzt versicherte ihm, dass er ein Malignom ausschließen könne. Hier stocke ich, heißt es doch in der abschließenden Diagnose nach Bens Tod, Verdacht auf Malignomen Magen- und Darmtrakt. Abgesehen von der Frage, wie man ohne histologischen Befund, geschweige denn einer Sektion, diesen Verdacht überhaupt aussprechen kann, könnte es sein, dass die Vorgeschichte mit dem Ulcus duodeni bei der Anamnese den Ausschlag für das Äußern dieses Verdachts gegeben haben könnte. Aber müsste ein Karzinom nicht bereits auf den Röntgenbildern sich deutlich abgezeichnet haben? Wie wahrscheinlich ist es denn, dass ein Magen- oder Darmkarzinom übersehen wurde, das ein Vierteljahr später zum Tod geführt hat? Und warum hat man keine Gastroskopie gemacht, um den Befund histologisch zu sichern? Ich werde darauf zurückkommen. Trotz aller Beschwichtigungen ließ Bens Allgemeinzustand sehr zu wünschen übrig. Subjektiv quälten ihn neben einem ausgedehnten Halsekzem eine Migräne und Schmerzen, die er selbst als rheumatisch bezeichnete. Ab jetzt wurden diese Beschwerden immer stärker. Abwechselnd notierte Ben im Kalender starkes Rheuma, rechter Rücken, stärkstes Rheuma im linken Rücken und sehr starker Rheumatismus. Kaum ein Schmerzmittel, das Ben nun ausließ. Gelonida, Butazolidin, Irgapyrin, Quadronal, Eukodal, Polamidon, Vibrizin, Dekortin, Novalgin. Bestimmt ist die Liste unvollständig. Mittlerweile hatte er die Feierlichkeiten zu seinem 70. Geburtstag überstanden. Nur die Rückenschmerzen wurden immer unerträglicher. Ben bestellte ein Doppelzimmer im Kurhotel Schlangenbad. Ende Mai schrieb er an Oelze: Ich kann nicht reisen, aber ich muss. Hier werde ich süchtig. Nehme Polamidon, so jetzt, daher kann ich Ihnen schreiben. Stopfe mich zur Reise am 4.6. mit Drogen voll. Und wenn ich in Schlangenbad die Schmerzen nicht loswerde, haue ich ab. Meine Blutsenkung ist zurzeit 47:82, also durchaus beunruhigend. Folge der Massage, habe 5 genommen, weiteres unmöglich. Die Rückenschmerzen waren so stark geworden, dass er sich einer Untersuchung der Wirbelsäule bei seinem Kollegen Arthur Hessmann unterzog. Am 23. Mai vermerkt der Kalender: 10 Uhr zu Dr. Hessmann, Brustwirbel, morgens schwerer Schmerzanfall. 2 Tage später heißt es: Befund von Hessmann. Leider ist der Befund selbst nicht überliefert. Lediglich die Widmung, die Ben als Dank dem Kollegen in das Büchlein Über mich selbst schrieb. Über mich selbst, nur über die ankylosierte Wirbelsäule steht noch nichts drin. Wenn meine Recherchen richtig sind, wird der Begriff der ankylosierten Wirbelsäule gerne dann verwendet, wenn gerade die Ätiologie der Versteifung nicht im Vordergrund steht. Offenbar stand in der Diagnose des Röntgenologen wiederum kein Wort über einen möglichen Verdacht, dass ein Tumor für die degenerativen Veränderungen der Wirbel verantwortlich sein könnte.
Und wieder steht die Frage im Raum, ob die Metastasen schlecht erkennbar waren oder schlicht übersehen wurden. Schließlich nahm Ben die Strapazen einer dreiwöchigen Reise nach Schlangenbad auf sich. Ende Juni kehrten er und seine Frau Ilse wieder nach Hause zurück. Ich will jetzt langsam zum Ende kommen. Nach Bens Rückkehr dauerte es nur wenige Tage, ehe sich sein Zustand so sehr verschlechterte, dass er ins Oskar-Helene-Heim der Orthopädischen Universitätsklinik der Freien Universität Berlin verlegt werden musste. Vier Männer des Krankentransportdienstes mussten ihn dabei aufgrund einer beginnenden Beinlähmung stützen. Die bei Arthur Hessmann im Mai gemachten Aufnahmen hatte er bei sich. Im Anschluss gemachte Schichtaufnahmen der Brustwirbelsäule bestätigten dann erstmals den dringenden Verdacht auf die Malignität der Erkrankung, die alle befürchtet hatten. Zwei Wirbelkörper waren teilweise zerstört, was die enormen Rückenschmerzen erklärte. Aussagen der behandelnden Ärzte zufolge hätte Ben höchstens noch ein halbes Jahr zu leben. Doch bereits in der Nacht zum 7. Juli waren seine letzten Stunden angebrochen. In der Anamnese gibt der Patient an, keine nennenswerten Erkrankungen bis Januar 56 gehabt zu haben. Ich füge hinzu, Ben litt seit Jahren an hohem Blutdruck, hatte häufig kolikartige Magen-Darm-Beschwerden und litt an immer wieder auftretenden Ekzemen. Anfang des Jahres seien Magenbeschwerden aufgetreten und deswegen Röntgenaufnahmen gemacht worden, die ein Ulkus duodeni ergaben. Nach zweiwöchigem Krankenhausaufenthalt konnte in der Nachuntersuchung ein malignes Geschehen ausgeschlossen werden. Im Mai seien starke rheumatische Beschwerden dazugekommen bei einer Blutsenkung von 47 zu 82. Nach einer Kurbehandlung im Juni unter einer Ergopurin-Dekortin-Medikation klage der Patient jetzt über Schmerzen im Rücken mit gürtelartiger Ausstrahlung auch in die Beine. Wegen Kraftlosigkeit könne er nicht mehr auf beiden Beinen stehen. Als Befund attestierte der aufnehmende Arzt Ben allgemein schweres Kranksein. Jede Untersuchung und jedes Bewegen des Patienten löse starke Schmerzen aus. Die mitgebrachten Röntgenaufnahmen zeigten eine schwere generalisierte Spondylarthrose und Osteoporose. Der neunte Brustwirbelkörper sei höhengemindert und zeige eine auffällig streifige Struktur. In der Klinik neu angefertigte Aufnahmen zeigten den gleichen Befund. Jedoch sei der fünfte Brustwirbelkörper ebenfalls in beiden Ebenen ausgeplattet. Als Diagnose kam neben der generalisierten Spondylarthrose und Osteoporose ein fraglicher Prozess im neunten Brustwirbelkörper in Betracht. In der Folge bekam der Patient Fieber, die Blutsenkung stieg auf 86 zu 123. Schichtaufnahmen der Wirbelsäule ergaben diagnostisch keine weitere Klärung. Da das Allgemeinbefinden des Patienten zunehmend schlechter wurde, wurde ein Internist hinzugezogen, der bei einer weiteren Verschlimmerung des Zustandes mit Insuffizienzzeichen an Herz und Kreislauf eine Strophantin-Medikation verordnete. Laut Bericht verstarb Gottfried Ben unter dem klinischen Bild einer Uremie und eines Lungenödems. Die abschließende Diagnose lautete Herzinsuffizienz, Verdacht auf malignomen Magen- und Darmtrakt. Als Todesursache habe ich für mich als Laien eine ungesicherte Krebserkrankung ausgemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass die Abklärung des Blut im Stuhlsymptoms nur unzureichend erfolgte, metastasierende Veränderungen an der Wirbelsäule ebenfalls nur unzureichend diagnostiziert wurden, sodass ein eindeutiger Nachweis der Grunderkrankung aufgrund des baldigen Todes Anfang Juli und einer nicht vorgenommenen Sektion, für die ja wohl auch kein Anlass bestand, niemals erbracht wurde. Möglicherweise haben Sie gehört, dass es seit der Veröffentlichung des Briefwechsels mit F. W. Oelze erneute Spekulationen um die Begleitumstände von Bens Sterben gibt. Im Vorfeld der Edition ist die Kopie einer vermeintlichen Abschrift von Bens letztem Brief aufgetaucht, die angeblich den Wortlaut des gesamten Briefes enthält, der im Original nicht überliefert ist. Bislang waren auf Wunsch Oelzes nur die letzten Worte der verschwundenen Karte abgedruckt. Jene Stunde wird keine Schrecken haben. Seien Sie beruhigt, wir werden nicht fallen, wir werden steigen. Der Text der Abschrift lautet wie folgt. Lieber Herr Oelze, über meinen Zustand gibt es keinen Zweifel mehr. Es lässt mich aber ziemlich gleichgültig. Nur leiden will ich nicht. Schmerzen sind etwas Entwürdigendes. Meiner Frau, die mir in diesen Tagen sehr nahe ist, habe ich das Versprechen abgenommen, dass sie mir die letzte Zeit erleichtert. Es wird alles rasch zu Ende gehen. Jene Stunde wird keine Schrecken haben. Seien Sie beruhigt. Wir werden nicht fallen. Wir werden steigen. Ihr B. Nehmen wir einmal an, der Wortlaut sei authentisch.
wäre die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass Ben daran dachte, dass wenn die Umstände eines schmerzvollen, unvermeidlichen Sterbens sich als so hoffnungslos für ihn darstellen sollten, dass die Gabe einer tödlichen Morphiumdosis ihm das Ende erleichtern würde. Sie erinnern sich, dass ich anfangs von der einschneidenden Erfahrung des Sterbens seiner Mutter berichtet habe, wie sehr er darunter litt, dass sein Vater die Schmerzbehandlung mit Morphium untersagt habe. Im Doppelleben schreibt Ben über seinen Ausschluss aus der Reichsschrifttumskammer und die damit verbundenen Auswirkungen auf seine Existenz. Hätte ich von meiner Schriftstellerei leben müssen, hätte ich Frau und Kinder gehabt, wären mir nur 2 Dezimorphium oder Gas übrig geblieben. 0,2 Gramm Morphin als durchschnittlich tödliche Dosis, meines Wissens eine medizinisch korrekte Einschätzung Bens. Als Ben bereits ein Jahr vor Kriegsausbruch mit seinem unmittelbar bevorstehenden Beginn rechnete, schrieb er an Oelze: Ich habe Morphium mir besorgt, genügend, um den Weiterungen zu entgehen, in Explosionen und Luftschutzkellern. Und Sie? 2 Jahre später erkrankte seine Schwiegermutter unheilbar an Krebs. Wiederum in einem Brief an Oelze schrieb Ben: Die erst 52-jährige Mutter meiner Frau liegt an einem inoperablen Darmkrebs in Hannover in der Klinik und übersteht alle Qualen, die dazugehören, bis die immer zu sehr verzögerte Morphiumdosis das Ende bringt. Meine Frau ist fassungslos und ich muss sie trösten. Diese Lagen sind mir ja nichts Neues. Sie haften mir geradezu an. Mutter, Brustkrebs. Frau, Bauchfellentzündung. Sohn, Lungentuberkulose. Freundin, Selbstmord. Habe ich hinüberbegleitet. Im Juli 1945 beging Bens zweite Frau Hertha in einem Dorf an der Elbe, evakuiert aus Angst vor Übergriffen sowjetischer Truppen, Selbstmord. In einem Brief an seine Schwägerin schrieb Ben, dass sie sich mit Morphium vergiftet habe, das sie aus seinen Beständen und ohne sein Wissen mitgenommen habe. Und kurz darauf heißt es wiederum an Oelze: Da wir uns vorgenommen hatten, unter bestimmten Voraussetzungen zusammen sterben zu wollen und mit dem Morphium, das sie ohne mein Wissen von hier mitnahm und dann am 2.7. verwendete. Wie bereits erwähnt, wurde Ben nach seinem Tod nicht obduziert. Aber warum auch? Mit Spannung erwarte ich nun die Ausführungen von Herrn Dr. Desuki, der sich mit der Erkrankung Bens aus heutiger Sicht auseinandergesetzt hat. Vielen Dank. Vielen Dank, Holger Hof. Und das gehört ja zum Charakter dieser Vortragsreihe, dass man immer die beiden Perspektiven hat. Wir haben ja jetzt sehr genau gehört, wie aus literaturwissenschaftlicher Sicht. Ich krieg's nicht. Vielleicht kannst du mal von mir. So. Danke. Ja, wir haben ja jetzt sehr genau und einlässlich gehört, wie aus literaturwissenschaftlicher Sicht, auch aus der Überlieferung, die hier auch natürlich von dieser speziellen Schärfe ist, weil Ben eben kaum ein anderer Dichter ja auch in der Lage ist, seine eigene Krankheit zu notieren und zu deuten, bleibt aber natürlich trotzdem das Rätsel und das Mysterium und natürlich auch die Frage, was man aus heutiger Sicht möglicherweise zu dieser Überlieferung und zu diesem Fall Ben als Patient sagen kann. Und ich freue mich sehr, dass Herr Dr. Alexander Desuki bei uns ist, der in Heidelberg geboren ist, in Speyer aufgewachsen ist, in Mainz studiert hat an der Humanmedizin. Er hat promoviert, hierzu perfekt passend, mit einer Arbeit über genetische Unterschiede beim metastatischen Magenkarzinom. Er ist dann hier an der dritten Medizin für innere Medizin, Hämatologie, zum Facharzt für innere Medizin, Hämatologie und Onkologie ausgebildet worden, hat dann in Rüsselsheim eine Zeit lang gewirkt, ist aber jetzt seit 2017 wieder in Mainz zurück als Oberarzt tätig hier am Krebszentrum. Und sein Forschungsgebiet ist die molekulare Onkologie und er ist damit sozusagen perfekt qualifiziert, um uns jetzt aus der heutigen Sicht jetzt quasi komplementär zu der Sicht aus den historischen Dokumenten etwas zu Gottfried Bens Erkrankung sagen zu können. Herr Desuki, bitte. Ja, dann
Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Ulmeier, lieber Herr Hof, vielen Dank für die Einführung. Auch nochmal von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen. Ich werde heute etwas über das sogenannte Kupp-Syndrom erzählen, denn wie eben schon sehr gut dargestellt, wissen wir oder vermuten wir, dass Gottfried Benn eine Tumorerkrankung hatte. Nur welche es ist, das steht bis heute aus. Und ich versuche am Anfang nochmal, ich sag mal aus ärztlicher Sicht, den Krankheitsverlauf darzustellen, so wie wir es ganz klassisch machen. Deutlich nüchterner, muss man sagen, mehr auf Fakten geprägt. Danach werde ich auf das Kupp-Syndrom eingehen und ich versuche im Anschluss anhand der Informationen, die wir haben, eine sehr, sehr gewagte Diagnose zu stellen, was er vielleicht haben könnte. Und bin natürlich zur Diskussion im Anschluss bereit, die gegebenenfalls kommen könnte. Nur noch mal zum Fall. Es wird eine gewisse Redundanz sein, weil ich natürlich nichts mehr hinzufügen kann, was Herr Hof schon gesagt hat. Aber wenn man sich anguckt, im Januar wurde ein Magen- bzw. ein Zwölffingerdarmgeschwür festgestellt. Das Ganze war zur damaligen Zeit mittels Röntgen festgestellt worden. Natürlich ist hier die Sensitivität, ob es denn ein Geschwür ist oder auch ein malignes, also bösartiges Geschwür, nicht möglich, sondern das Einzige ist der Verlauf. Dieser war zumindest, wenn man die Diagnose Teerstuhl, also schwarzen Stuhlgang deutet, im weiteren Verlauf nicht mehr beschrieben. Das heißt zwar nicht, dass er es nicht hatte, aber zumindest war es nicht so ausgeprägt gewesen. Warum kriegen Patienten mit einem Magengeschwür Teerstuhl? Nun ist es so, dass durch die Blutung im oberen Magen-Darm-Trakt durch die Magensäure das Blut oxidiert und hinten kommt es dann schwarz raus. Zur Therapie unter Diäten wird das Ganze besser. Das passt primär vom Verlauf her doch eher für ein Geschwür als für einen Tumor. Und das nächste, wie eben schon dargestellt, war dann im Mai, kurz nach seinem 70. Geburtstag, die stärksten Rückenschmerzen, die er selber als rheumatisch dargestellt hatte. Und das führte dazu, dass er, wie für damals üblich, einen Kuraufenthalt in Schlangenbad gebucht hatte. Hier ein Bild von dem damaligen Kurhotel. Ich würde sagen, sieht ganz schön aus, erinnert jetzt weniger an ein Krankenhaus, wie wir es heutzutage kennen. Und der dortige Badearzt, Dr. Gerhard Fromme, füllte eine Kurverordnung für Herrn Benn aus. Und man sieht schon Thermalbäder in den ersten Tagen, aber das sind wirklich nur die Tage des Beginns des Aufenthaltes. Und wenn man sich die Dokumentation zu seinem Aufenthalt durchliest, dann sieht man, dass der Zustand in Schlangenbad rapide abgebaut hatte. Das ist meine Vermutung, warum nur in den ersten Tagen überhaupt Thermalbäder durchgeführt worden sind. Es gibt auch Dokumente über seine Rezepturen. Es wurde, ich sag mal, allerlei probiert, unter anderem Testosteron. Das Cortison kann man hier leider nicht lesen. Das Einzige, was man lesen kann, ist, dass es das teuerste war, denn das hier sind die Preise, die aber im Vergleich zur heutigen Zeit doch noch als, ich sag mal, relativ human zu deuten sind. Es wurde allerlei probiert, Schmerzmittel, Irgaparin, Dekortin, Testosteron, aber nichts half. Gottfried Benn unterzog sich unter anderem sogar Massagen, die aber sehr, sehr schmerzhaft waren. Er hat, ich glaube, insgesamt 3 bis 4 durchgezogen, aber die müssen dermaßen schmerzhaft gewesen sein, dass er sich dem Ganzen im weiteren Verlauf nicht mehr unterziehen wollte. Und der Zustand verschlechtert sich weiter, dass er starke Schmerzmittel, Polamidon, brauchte, um überhaupt wieder laufen zu können, obwohl die Kraft immer, immer weniger in den Beinen wurde. Und der Zustand verschlechterte sich zunehmend, sodass er im Prinzip den Aufenthalt abbrach und wieder nach Berlin zurückkam, wobei der Zustand höchst fragwürdig war und von seiner Tochter auch zumindest in dem Bericht in ihrem Buch beschrieben wird, dass er ja gerade so den Transport nach Berlin geschafft hatte. Die Lähmung nahm zu und wie eben schon dargestellt, deswegen werde ich das Ganze etwas kürzer halten, wurden in mehreren Röntgenbildern dann die Veränderung dargestellt. Wobei, wenn man das Ganze liest, dann steht eigentlich im Vordergrund eher altersbedingte Veränderungen und nicht unbedingt eine Tumordiagnose. Selbst ein fraglicher Prozess ist, ich sag mal, völlig unklar zu deuten. Es kann eine Entzündung sein, es kann auch etwas anderes sein. Und der Patient verstarb, hier nochmal kurz zurück, an Herz-Kreislauf-Versagen am 7.7., nachdem er auch Fieber bis 41 Grad bekommen hatte und sich auch vor allem die Lähmungserscheinung und die Schwäche in den Beinen zunehmend verschlechterte.
In Aufzeichnungen der Tochter wird berichtet, dass die Ehefrau von Gottfried Benn am Vortag des Versterbens vom Chefarzt, falls es falsch ist, Herr Hof, dann korrigieren Sie mich, aber zumindest sind das die Dokumentationen, die ich gefunden hatte, zum Gespräch geholt worden ist. Und ihr wurde im Prinzip die Diagnose relativ eindeutig dargestellt, nämlich dass das in der Wirbelsäule eigentlich keine Abnutzungserscheinungen sind, sondern dass die Wirbelsäule zerfressen war mit Knochenmetastasen, beziehungsweise Absiedelungen. Und das ist für die damalige Zeit leider nicht ganz untypisch, dass alle die Diagnose gekannt haben, außer der Patient selber. Damals, zumindest in der Zeit in den 50ern, ich hatte auch ein Spiegel-Interview, das habe ich aus Zeitgründen nicht mal reingenommen, aber mich persönlich hat es so beeindruckt, dass ein Onkologe mit einem Redakteur gesprochen hat und der Redakteur dem Onkologen vorwarf, dass es inhuman wäre, die Diagnose dem Patienten mitzuteilen, weil man die Hoffnung nimmt. Also es war in der damaligen Zeit nicht Usus, dass die Patienten ihre Diagnose kannten, aber das ganze Umfeld. Für mich heutzutage als Onkologen ist das etwas völlig Undenkbares. Sodass die endgültige Diagnose, man muss sagen, multiple Tumore in der Wirbelsäule sind. Und da beginnt im Prinzip mein Vortrag, der ein bisschen darauf hinarbeiten soll, was vielleicht die Diagnose von Gottfried Benn sein könnte. Denn zu Anfang steht es auch in der Onkologie immer, dass wir den Verdacht eines Tumors haben. Und bei Tumoren haben wir die Besonderheit, dass es ein Primärtumor sein kann. Das heißt, dass der Ort der Entstehung der ist, den wir sehen. Es kann aber auch eine Absiedelung sein, die an den Ort gewandert ist. Dementsprechend ist die Frage, haben wir hier in dem Fall einen primären Knochentumor, also einen Tumor, der vom Knochen ausgeht, oder haben wir Absiedelungen, die in den Knochen reingegangen sind? Und hier ist es, wie häufig in der Medizin, wir gehen nach Wahrscheinlichkeiten. Primäre Knochentumoren treten eher beim Kind auf, sind meistens nur an einer Stelle, häufig in den Röhrenknochen, zweite Lebensdekade und treten selten aus, 2 bis 3 pro 100.000. Wenn man von der Wahrscheinlichkeit her geht, ist es natürlich häufiger, dass man eine Knochenmetastase, also Absiedlung hat. Die sind häufig an vielen Stellen, treten in bis zu 90% von zum Beispiel Prostata- oder Brustkrebspatienten bzw. Patientinnen auf. Wenn man den Prostatakrebs in seiner Häufigkeit darstellt, 110 pro 100.000, deutlich häufiger. Und das Auftreten ist auch eher im älteren Patienten. Das heißt, wahrscheinlicher ist es, dass Gottfried Benn nicht einen primären Knochentumor, sondern Knochenmetastasen hat. Aber wenn er Metastasen hat, ist die große Frage, wo ist denn der Primärtumor? Und damit komme ich im Prinzip zum eigentlichen Hauptvortrag, zu meinem Hauptvortrag, nämlich zum Kupp-Syndrom. Und die Abkürzung Kupp hat nichts, wie manche auch sagen, Kupp-Syndrom mit Tasse zu tun, sondern mit Cancer of Unknown Primary. Das heißt, wir haben einen Tumor, wir wissen aber nicht, wo dieser Tumor eigentlich herstammt. Und dementsprechend ist es eigentlich auch keine echte Diagnose, sondern ein Sammelbegriff. In der Medizin versuchen wir immer in Schubladen zu denken und wenn wir eine Diagnose haben, die in keine Schublade reinpasst, dann stopfen wir sie häufig in eine Schublade rein. Denn wir haben unser klares Vorgehen und das wollen wir ungern verlassen. Doch manchmal können wir diese Patienten nicht in eine Schublade stecken und dafür ist dieser Korb gebildet worden, Cancer of Unknown Primary. Das heißt, es ist eine völlig uneinheitliche Erkrankung, wenn man sie denn so nennen kann. Denn hier sind viele unterschiedliche Patienten mit subsumiert. Im Vordergrund steht, wie auch bei Gottfried Benn, häufig die Metastase. Das heißt, die Patienten leiden nicht so sehr unter dem Primärtumor, sondern unter den Absiedelungen. Und es ist so, in der Natur der Sache, wenn man eine metastasierte Erkrankung hat, ist diese meistens auch schon weit fortgeschritten. Das heißt, wenn ich den normalen Krankheitsverlauf einer Tumorerkrankung darstelle mit einer Vorläuferläsion, die größer wird, in die Umgebung einwächst und Absiedelungen bildet, befinden wir uns beim Kupp-Syndrom im Prinzip direkt oder meistens schon in diesem Stadium, also weit fortgeschritten. Und als Beispiel, wie sich sowas in der Klinik darstellen kann, das hier ist ein CT, hier ist vorne, hinten, rechts, links, das hier ist die Leber, dann präsentieren sich diese Patienten häufig weit fortgeschritten mit diesen Metastasen, diesen dunklen Darstellungen hier. Und wenn man ein Bild der Lunge zum Beispiel darstellt, vorne, hinten, rechts, links, das hier sind die beiden Lungenflügel, dann sieht man hier mehrere Absiedlungen. Und man kann sich natürlich vorstellen, hier kann sicherlich auch ein Primärtumor irgendwo sich verstecken, aber diesen klinisch zu diagnostizieren, ist sehr, sehr schwierig. Das heißt, die Theorie, wie kann denn eigentlich ein Tumor entstehen
oder wir entdecken eine Absiedlung, ohne dass wir den Primärtumor sehen. Wie kann denn so etwas sein? Eine davon ist natürlich, dass wir den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Die Erkrankung ist weit fortgeschritten. Wir haben Lebermetastasen, Lungenmetastasen, Knochenmetastasen. Wir können rein klinisch gar nicht mehr unterscheiden, wo der Tumor liegt. Und häufig sind diese Patienten in einem schlechten Zustand. Das heißt, die Frage ist, wollen wir denn auch die Diagnose erzwingen, sodass wir es gegebenenfalls einfach beim KUB belassen? Also die Frage ist auch wieder hier, wenn wir dieses Bild haben, was ist zuerst da gewesen? Ist das die Metastase oder der Tumor? Wir können es häufig klinisch nicht unterscheiden. Jetzt wird es sehr naturwissenschaftlich und ich bitte um Verzeihung, wenn ich etwas zu sehr ins Detail gehe, aber ich versuche trotzdem die Diagnose darzustellen, und zwar die klonale Evolution. Das hatte ich eben schon dargestellt. Das heißt, die Tumorzelle beziehungsweise die Vorläuferzelle entwickelt sich zu einem aggressiven Tumor, der irgendwann mal in der Lage ist, sich von dem Primärtumor zu trennen und Absiedelungen zu bilden. Doch diese Entwicklung ist nicht linear. Das hier ist eine Arbeit, bei der aus einem Lungenkrebs an 4 unterschiedlichen Stellen Proben genommen worden sind. Und wenn man diese Proben genetisch untersucht, dann sind die nicht gleich, sondern es gibt 4 unterschiedliche Populationen. Die eine hat eine genetische Veränderung, die sie früh trennt von den anderen, die eine andere Vorläuferläsion haben, sich dann aber hier trennen. Das heißt, innerhalb eines Tumors gibt es unterschiedliche Abschnitte, die sich genetisch unterschiedlich verhalten. Wenn man das Ganze in einer anderen Darstellung sieht, dann haben wir zum Teil diese Darstellung: Mutation, Selektionsvorteil, Population überwächst, Mutation, Mutation, bis wir am Schluss eine homogene Gesamtpopulation haben, wie eine Art Superpopulation, die einen Wachstumsvorteil hat. Das kann aber bei anderen Tumoren nicht der Fall sein, dass wir parallele Populationen haben. Das heißt am Schluss HA1 oder A2. Und theoretisch kann es sein, mit einer fatalen Mutation, dass aus einer mutmaßlichen Vorläuferläsion, wie zum Beispiel aus einem einfachen Darmpolyp, mit der falschen Kombination direkt eine aggressive Subpopulation auftritt, die metastasiert und die nicht in der Lage ist, am Ort und Stelle zu wachsen, aber zum Beispiel über den Blutweg in Leber oder Lunge. Und das ist eine Erklärung, warum wir manchmal beim KUB-Syndrom zwar die Metastasen finden, aber nicht den Primärtumor. Eine weitere Erklärung, wenn wir zum Beispiel einen lokal fortgeschrittenen Tumor haben, den wir nicht darstellen können, ist die Dedifferenzierung. Wir alle entstammen aus einer Eizelle und einem Spermium und hieraus entwickeln sich verschiedene Keimblätter, Stammzellen und hieraus Organe. Tumore haben die Besonderheit, dass sie unsterblich sind, dementsprechend sich unendlich oft teilen können und eine Art von Differenzierung hierfür aufgeben. Das heißt, sie sind stammzellartiger. Es gibt auch zum Teil den Begriff der Tumorstammzelle. Und deswegen differenzieren sie sich häufig wieder zurück. Und das kann zum Teil so weit zurück sein, dass wir von der Oberfläche her nicht mehr unterscheiden können, welches Keimblatt sie sind, beziehungsweise selbst wenn, wissen wir, okay, es gehört, es ist ein epithelialer Tumor, wir können aber nicht mehr zuordnen, welchem Organ er zuordnen ist. Und das ist die Erklärung, warum wir zum Teil über dedifferenzierte Tumoren schreiben, weil wir einfach nicht wissen, was ist denn das Ursprunggewebe gewesen, aus dem der Tumor entstanden ist, auch wenn wir vielleicht den Ort und die Stelle beschreiben können. Und das ist im Prinzip die Definition, warum wir auch heutzutage noch manchmal das KUB-Syndrom als Diagnose stellen. Insgesamt ist es sehr selten, macht nur 2-4% aller Tumorerkrankungen aus, ist aber trotzdem auf Platz 6 der Krebstodesstatistik. Das heißt, es ist selten, aber tödlich. Wenn man es aufspaltet, in welche Unterarten es am ehesten einzuordnen ist, dann ist es in 40-60% ein drüsenartiger Tumor, ein Adenokarzinom, in 15% dieses undifferenzierte Karzinom, wie eben schon gesagt, nicht weiter darstellbar und sonst weitere seltenere Tumore, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen werde aus Zeitgründen. Gottfried Benn wurde nicht autopsiert, aber KUB-Patienten werden hin und wieder autopsiert. Und es ist so, wenn man das jetzt zusammenrechnet, kann ich gleich schon sagen, kommt man nicht auf 100%. Das heißt, selbst nach dem Tode können wir häufig die endgültige Diagnose oder der Tumor, der dahinter steckt, diesen nicht sichern. Aber was häufig sind, sind Lunge, Bauchspeicheldrüse, Lebergallenwege und Darm. Vor dem Tode sichern wir in 10-20%, im Nachgang noch die Diagnose, also selten. Und wie schon eben erwähnt, nach dem Tode 50-85%, aber immer noch nicht 100%.
Das ist das Überleben von Patienten, bei denen wir diese Diagnose stellen. Man sieht ein rapides Abfallen im ersten Jahr mit einem medianen Überleben von 9 Monaten, aber hinten ein Plateau. Das heißt, wir haben eigentlich 2 Populationen hier. Die einen mit einer etwas besseren Prognose und die anderen mit einer, die leider die größere Gruppe sind, mit einer schlechten Prognose. Was ist der Hintergrund? Nun, wir haben zum Teil Kupp-Syndrome, wo wir nur eine isolierte Metastase haben, die wir operieren können. Dann haben die Patienten eine ganz gute Prognose und können sogar zum Teil geheilt werden. Wir haben zum Teil gewisse Subtypen, die wir dann doch einschätzen können und wieder in unsere Schubladen packen können, sagen, es ist ein Magenkrebs oder vielleicht ein Darmkrebs. Damit können wir die Therapie spezifizieren. Zum Teil finden wir behandelte Mutationen und können hier vorgehen. Und das Letzte ist, manche Patienten haben in Anführungszeichen nur Lymphdrüsenmetastasen. Das heißt, sie haben noch nicht einen Anschluss an das Blutsystem bekommen und häufig ist hier die Krebserkrankung noch mehr oder minder lokalisiert. Was machen wir bei Patienten mit der schlechten Prognose? Nun, hier bleibt nur eine Chemotherapie mit dem Ziel, den Patienten Lebenszeit zu geben und Lebensqualität. Wir machen eine Chemotherapie auch aus dem Grund, weil natürlich diese Diagnose systemisch ist und auch die Chemotherapie theoretisch jede Zelle erreichen kann. Das hier ist ein Vorgehen der europäischen Gesellschaft. Ich will hier nochmal rausstreichen, dass es in der schlechten Gruppe noch eine ganz, ganz schlechte Gruppe gibt, nämlich die in einem schlechten Zustand mit einer hohen Teilungsrate. Hier ist das Überleben sogar deutlich gemindert, im Durchschnitt bei 4 Monaten. Und es ist durchaus legitim, und das steht sogar in der Leitlinie hier, von vornherein bei diesen Patienten keine Systemtherapie zu machen und ihnen in der schweren Zeit nicht noch Nebenwirkungen zu machen. Das heißt, wir haben hier eine Erkrankung, die den Leuten wirklich viel Leid bringt und die wir nach wie vor nicht gut behandeln können. Und der Hintergrund dafür ist, dass wir die Patienten nicht gut klassifizieren können. Wie behandeln wir die Patienten? Das ist jetzt aus der deutschen Empfehlung. Nun, das sind jetzt hier Namen, Platinverbindungen mit Taxan, Gemcitabin. Das sind einfach Kombinationen, die bei vielen Tumoren wirken und das ist im Prinzip der Grund, warum wir es machen. Also nicht wirklich wissenschaftlich, aber dann doch noch das Effektivste von dem, was wir haben. Was kann uns helfen, wenn wir ein Kupp-Syndrom haben? Das heißt, wie können wir vielleicht doch eine Arbeitshypothese generieren, weil das ja Prognose verbessern kann? Nun, eine wichtigste Aussage ist zum Beispiel das Metastasierungsmuster. Das heißt, wir können anhand des Metastasierungsmusters vielleicht einen Rückschluss ziehen, wo der Tumor sitzt. Das heißt, wir gucken etwas stromaufwärts und gucken, wenn der Tumor hier metastasiert ist, ist hier der Primärtumor. Wenn der Tumor zum Beispiel in der Lunge sitzt, dann hat er Anschluss ans arterielle System. Die Tumorzellen werden in den Körper rausgespült und die gut durchbluteten Organe werden befallen, zum Beispiel die Leber oder das Hirn. Bei Tumoren, die einen Anschluss an die untere Hohlvene haben hingegen, wird das Blut von der Hohlvene Richtung Herz und dann in das nächste Organ gepumpt, nämlich die Lunge. Diese Patienten kriegen eher Lungenmetastasen. Patienten mit Darmtumoren haben einen Abfluss primär über die Leber. Deswegen ist, ich sag mal, die erste Schleuse, wo sich etwas verfangen kann, die Leber. Und diese Patienten haben primär Lebermetastasen. Und Prostata und Brust haben einen Anschluss an Gefäße, die die Wirbelkörper versorgen. Deswegen sind hier Knochenmetastasen nicht selten. Wie bei Gottfried Benn zum Beispiel könnte vom Metastasierungsmuster, wenn man es nur darauf beschränkt, ein Prostatakarzinom möglich sein. Beim Lymphdrüsensystem ist es etwas leichter. Das fließt von peripher nach zentral. Das heißt, wenn wir Lymphknotenmetastasen zum Beispiel in der Leiste haben, muss der Abfluss irgendwo hier sein. Und die Lymphknotenstationen werden selten übersprungen. Heißt, wenn ich hier einen Befall habe, dann muss eigentlich auch in dieser Lymphknotenregion ein Befall vorher sein, weil das natürlich die Region vorher ist. Das heißt, mit diesen Mustern arbeiten wir uns am Anfang eine Arbeitshypothese. Mittlerweile können wir aber noch etwas in die Tiefe gehen, denn das konnten auch schon damals die Ärzte in den 50ern. Das, was ich eben dargestellt habe, diese Differenzierung können wir mittlerweile bildlich darstellen, nämlich mit pathologischer Färbungen. Da bekommen wir diese schönen Bilder und das hier nennt man Immunhistochemie.
Im Prinzip ist das ein Verfahren, bei dem wir Eiweiße sichtbar machen. Das heißt, überall, wo dieses Eiweiß vorhanden ist, wird der Farbstoff umgesetzt. Und wo dieses Eiweiß nicht vorhanden ist, wird er nicht umgesetzt. Die Funktion ist wie folgt. Wir haben hier ein Oberflächenmerkmal. Wir haben einen passenden Antikörper, der sich draufsetzt mit dem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Und an Ort und Stelle wird ein Farbstoff umgesetzt. Das Ganze können wir mittlerweile vollautomatisiert machen in sogenannten Stainern. Und damit hat man dann für verschiedene Tumoren eine Art Schachbrettmuster und muss das Ganze kombinieren. Zum Beispiel ein Phänotyp, der zum Darmkrebs passt, zu einem Lungenkrebs oder vielleicht auch zu einem Prostatakrebs. Das heißt, mittels dieser Technik können wir häufig anhand der Metastase Rückschlüsse ziehen, wo der Primärtumor eigentlich herkommt, ohne dass wir den Primärtumor nochmal biopsieren müssen, also eine Probe nehmen, weil das Muster eindeutig ist. Das heißt, das ist sicherlich etwas, was sich in den letzten, man muss eigentlich sagen, ist es schon etwas älter, in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, was uns aber doch deutlich weiterbringt und damit die Prognose dieser Patienten durch eine bessere Klassifizierung verbessert. Kann man denn noch weiter in die Tiefe gehen? Hört es denn auf mit der Immunhistochemie? Nein, es gibt mittlerweile neue Entwicklungen. Und das wird jetzt wieder etwas komplexer, nämlich sogenannte Genexpressionsanalysen. Das hier in den Zeilen sind unterschiedliche Tumorproben und das unten hier sind alles Gene. Und verschiedene Tumore und verschiedene Gewebe haben unterschiedliche Gene angeschaltet oder ausgeschaltet. Und wenn man das bildlich darstellt, bedeutet grün aus und rot an. Das ist eine sogenannte Heatmap, nennt sich das. Und man sieht hier, wenn man die verschiedenen Tumoren anguckt, die sehen unterschiedlich aus. Die einen sind vor allem in diesen Genen aktiviert und in diesen deaktiviert und die anderen sind in diesen aktiviert und in diesen deaktiviert. Und im Prinzip kann man das auch bei KUB-Tumoren machen. Und es gibt mittlerweile auch einen kommerziellen Test, den man jetzt hier leider nicht gut sieht, den sogenannten Cancer Type ID-Test. Und mit dieser Testung können wir die Rate im Vergleich zur Immunhistochemie der Diagnosesicherheit um weitere 10% erhöhen. Das heißt, wir sind bei 80%, was nicht schlecht ist. Jetzt könnte man mutmaßen, okay, wir diagnostizieren besser, also läuft die Behandlung dieser Patienten besser. Es wurde eine Studie durchgeführt, die diesen Test genommen hat und im Anschluss eine spezifische Therapie gegenüber dieser eben dargestellte Standardtherapie gemacht hat. Leider, dieses Ergebnis wurde im September diesen Jahres gezeigt, ist das Ergebnis alles andere als vielversprechend. Das hier sind Überlebenskurven. Ich werde sie jetzt nicht erklären, aber man sieht, beide Kurven sind völlig gleich. Das heißt, eigentlich könnte man auch frustriert sagen, der Test bringt gar nichts und die Standard-Chemo ist immer noch genauso gut oder genauso schlecht wie eine teure Diagnostik für mehrere tausend Dollar. Was ist der Hintergrund? Nun, ein Hintergrund ist, unsere Chemo ist gar nicht so schlecht und bei vielen Tumoren haben wir noch nichts Besseres. Also in vielen Fällen hat sich die Konsequenz gar nicht geändert. Wenn man aber in gewisse Subgruppen geht, die auf die Chemo nicht ansprechen, wie zum Beispiel Nierenkrebs, Darmkrebs oder der schwarze Hautkrebs, das hier nennt sich ein Swimmer's Blot. Das heißt, jeder Strich ist ein Patient und je länger der Streifen, desto länger hat der Patient gelebt, sieht man, dass der experimentelle Arm mit dem Test im Durchschnitt länger gelaufen ist als die Kontrolle. Das heißt, dieser Test ist zwar nicht perfekt, aber für den einen oder anderen Patienten doch relevant, weil wir die Diagnose ändern. Aber die Frage ist, müssen wir in der Onkologie überhaupt noch Diagnosen stellen? Oder sollten wir generell nicht die Patienten in Diagnose oder in gewisse Schubladen einordnen, sondern sollten sagen, wir behandeln Individuen und sollten individualisiert behandeln. Und das ist ein weiterer Ansatz. Das heißt, dass wir nicht nur mit so einem Gene Expression Profiling Test, sondern im Prinzip das komplette Erbgut des Patienten und des Tumors aufarbeiten und eine Behandlung durchführen, die an den Tumor angepasst ist und an den Patienten. Das heißt, dass wir anhand der molekularen Befunde Patienten mit unterschiedlichen Tumoren, die aber genetisch ähnlich sind, gleich behandeln. Hier könnte auch ein Brustkrebs sein, hier ein schwarzer Hautkrebs und hier ein Darmkrebs. Einfach, weil sie sich genetisch gegebenenfalls mit gewissen Treibermutationen mehr ähneln als andere Patienten. Das ist etwas, was in den letzten Jahren zunehmend an Fahrt aufgenommen hat und meiner Meinung nach auch in Zukunft immer relevanter wird.
Und hier gibt es auch den ein oder anderen positiven Fall, den ich hier berichten will. Und zwar haben wir hier ein Sequenzierprogramm. Eine junge Patientin, 44 Jahre, mit einem Kupp-Syndrom. Der eine Pathologe hat es als Weichteiltumor klassifiziert. Diese Immunhistochemie, die ich eben dargestellt habe, hat es als Brustkrebs dargestellt. Eine Therapie, die zumindest auch beim Brustkrebs wirksam sein könnte oder beim Weichteiltumor wirksam ist, hatte gar nichts gebracht. Und dann wurde diese Patientin aufgearbeitet und man hat gesehen, dass eine Immuntherapie gegebenenfalls vielversprechend wäre. Das hier ist ein sogenanntes PET-CT. Das heißt, hier werden die einzelnen Absiedlungen bildlich dargestellt. Und als schwarz sieht man hier, an welchen Stellen sie sind und wie intensiv sie anreichern. Und unter Therapie nach 2 bzw. 6 Monaten hatten wir ein deutliches Ansprechen. Das heißt, vielleicht ist es beim Kupp gar nicht so wichtig zu wissen, was der Kupp ist, sondern viel wichtiger, wie wir ihn gut behandeln. Ein anderer Ansatz, der in Zukunft weiter verfolgt wird. Das machen wir aktuell in einer Studie. Ich will es nur kurz darstellen. Das heißt, wir werden die Patienten am Anfang sequenzieren und werden am Ende diese Patienten unterschiedlich behandeln. Wir werden auch nicht wissen, was die Patienten für einen Tumor haben, aber wir hoffen, dass wir wenigstens wissen, wie wir sie besser behandeln können. Kommen wir nochmal zu Gottfried Benn zurück. Ich kann leider jetzt keine Immunhistochemie von ihm machen und auch kein Cancer Type ID. Aber ich versuche mich mal ranzuwagen an den Sachen, die ich habe und was es vielleicht sein könnte. Nun, wir haben einen männlichen Patienten, der zum Zeitpunkt seines Todes 70 Jahre alt war und Knochenmetastasen mutmaßlich hatte. Wenn wir nach Wahrscheinlichkeiten ausgehen, dann ist es das die aktuelle Krebsstatistik. Die war zumindest im Jahre 1956 vermutlich etwas anders. Der Lungentumor war ein bisschen seltener, weil noch nicht ganz so viele Leute so lange geraucht haben, wie sie zum Teil heutzutage noch tun, aber relativ ähnlich. Und man sieht, häufig ist es häufig, Prostata, Lunge, Darm sind beim Mann die häufigsten Tumore. Das heißt, schon alleine von der Wahrscheinlichkeit her könnte es am ehesten einer dieser drei sein. Wenn wir jetzt den Magenkrebs darstellen, dann ist es so, dass dieser zwar immer noch bei den Top 7 ist, aber deutlich seltener. Wenn wir uns die Altersverteilung angucken, dann bringt die uns bei einem 70-jährigen Patienten nicht weiter. Natürlich kindliche Tumore oder Hodentumore können wir hier ausschließen, aber in dem Falle Lungenkrebs oder Prostatakrebs, die haben einfach eine Erkrankungshäufigkeit im Alter um die 70 bzw. jenseits davon. Das bringt uns nicht weiter. Aber vielleicht, wenn wir mal uns anschauen, welche Tumoren denn überhaupt Knochenmetastasen machen. Und das tut das Prostatakarzinom relativ häufig, muss man sagen, bis zu 75%. Das Lungenkarzinom macht es ebenfalls häufig. Wenn wir aber jetzt mal Magen oder Mastdarm angucken, dann ist das selten. Ist natürlich nicht 0%, aber ist einfach selten und dementsprechend per se unwahrscheinlicher. Und was waren die Risikofaktoren? Nun, ich habe dieses Magengeschwür beziehungsweise eigentlich 12-Fingerdarmgeschwür nochmal aufgenommen. Kann natürlich trotzdem auch eine leichte Fehldiagnose in der damaligen Röntgendiagnostik sein, dass es doch etwas in dem Magen gelegen hatte. Und wie häufig schon heute dargestellt, sieht man Gottfried Benn mit der ein oder anderen Zigarette im Mund. Das heißt, Nikotinabusus und Alkoholabusus sind weitere Risikofaktoren. Das heißt, das könnte natürlich auf Lunge oder Magen wieder eher hindeuten. Wenn wir aber jetzt nochmal in die verschiedenen Tumore gehen, dann ist es so, Lungentumore machen meistens auch oder häufig Lungenbeschwerden, Bluthusten, Luftnot und auch Magenkarzinome. Wenn die weit fortgeschritten sind und Metastasen machen, in einem Großteil der Fälle auch Beschwerden wie Schluckprobleme. Und es wäre auch überraschend, dass man am Anfang eine Magenblutung hat, die dann über 5 Monate plötzlich ohne Therapie stabil geblieben ist, aber der ganze Tumor in der Zeit mit Knochenmetastasen durchfressen worden wäre. Das halte ich für eher unwahrscheinlich. Sodass ich persönlich, und das ist einfach nur aufgrund einer Statistik, obwohl ich sonst keine körperliche Untersuchung gemacht habe, vermuten könnte, es könnte einfach das Prostatakarzinom sein. Einfach, weil es häufig ist. Und weil das Prostatakarzinom selten lokale Beschwerden macht und wenn es Beschwerden macht, die meistens durch Knochenmetastasen. Aber das stelle ich selbstverständlich zur Diskussion und kann es weder beweisen noch widerlegen. Meine kurze Zusammenfassung ist, dass das Kupp-Syndrom im Prinzip ein Syndrom ist und eigentlich keine Erkrankung und dass das Problem dabei liegt, dass wir diese Erkrankung besser einstufen müssen, um die Prognose der Patienten zu verbessern. Wir haben neue Tests wie das Gene Expression Profiling, die aber auch noch nicht einen wirklichen Vorteil gezeigt haben, aber vielleicht ist auch in Kombination in den nächsten Jahren von Vorteil sein werden.
Und ich habe Ihnen mal so einen Ansatz gezeigt der individualisierten Tumortherapie. Und ich denke, gerade beim Kupp-Syndrom wird das von Vorteil sein. Die Studie, die wir durchführen, wird hier hoffentlich positive Aussagen zu bringen. Dann danke ich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich weiß jetzt nicht von der Zeit her wegen Diskussion, ob wir die eher ans Ende anstellen oder nicht. Aber das überlasse ich den Moderatoren. Ans Ende. Scheitere. Schwierig, muss ich erstmal probieren. Ja, vielen Dank, Herr Desuki. Ja, wir sind jetzt weit fortgeschritten in der Zeit. Hätten auch, damit Gottfried Benn noch mal selber zu Wort kommt, einen kurzen Tonausschnitt von ihm selbst, wo man hört, dass er auf alles, was jetzt hier diagnostiziert wurde, nicht ganz unvorbereitet gestoßen ist. Gottfried Benn, und das ist ja auch die besondere Tragik, ist in einem Lebensstadium getroffen geworden von dieser Erkrankung und von diesem Tod, wo er auch so in seiner Schaffenskraft eigentlich nicht eingebüßt hatte, sondern gerade das Spätwerk von Benn ist sozusagen von hohem Rang. Und er ist auch zum ersten Mal wahrgenommen worden, zeitgeschichtlich. Man sieht das an diesen Schallplatten, die in dieser Zeit erschienen sind. Er war im Prinzip sogar auch ein Medienstar. Und es gibt auch von einem Vortrag von 1954 in Bern einen Vortragsmitschnitt, auch in Form von so einer Platte erschienen, über das Altern. Und da gibt es 5 Minuten, die sehr charakteristisch sind, weil er da auch in einer Tradition sich auch selber sieht und Todesfälle von anderen Dichtern eben reflektiert. Und vielleicht könnten wir diesen Ausschnitt kurz hören und dann ganz zum Schluss noch zu einer kurzen Diskussion der vielen jetzt offenen Fragen, denn das Mysterium um Benns Tod ist ja jetzt fast noch größer, glaube ich, als vorher. Und einige wenige dieser Fragen sollten wir dann noch diskutieren. Aber vielleicht hören wir kurz Gottfried Benn selbst. Ich beginne mit der Frage, wann fängt eigentlich das Altern an? Die 46 Jahre, nachdem Schiller starb, die 46 Jahre, nach denen Nietzsche schwieg, die nochmals 46 Jahre, nach denen Shakespeare seine Arbeit beendete, um dann noch 5 Jahre als Privatmann zu leben, die 36 Jahre, nach denen Hölderlin erkrankte, sind kein Alter. Aber mit Arithmetik kommt man unserer Frage natürlich nicht näher. Es ist wohl nicht zu bezweifeln, dass das Wissen um ein baldiges Ende Jahrzehnte des Alterns innerlich kompensiert. Das wird bei den Tuberkulösen der Fall gewesen sein, also bei Schiller, Novalis, Chopin, Jens Peter Jacobsen, Mozart und anderen. Was die Todesdaten der vielen früh verstorbenen Genies angeht, wir nehmen die bürgerlich-romantische Ideologie so gern die Vorstellung vom Verzehrungscharakter der Kunst verbindet, so wird man die Einzelfälle etwas genauer ins Auge fassen müssen. Einige dieser Jungen starben an akuten Krankheiten, an Typhus, Schubert, Büchner. Raphael, wenn man die Darstellung von Vasari zugrunde legt, mit 37 Jahren an Grippe. Durch Unfall oder Krieg, Shelley, Bayern, Franz Merck, Macke, Apollinaire, Heim, Lautréamont, Pushkin, Petöfi, durch Selbstmord, Kleist, Schumann, Van Gogh, kurz. Diese Reihen richten sich in Bezug auf einen unmittelbaren, ursächlichen Zusammenhang von Kunst und Tod und eine ganz andere, sehr merkwürdige Beobachtung ergibt sich bei dieser Betrachtung der Todesdaten. Ich teile Ihnen diese Beobachtung nicht als Tiefsinn oder Metaphysik mit, sondern einfach deswegen, weil sie interessant ist. Diese Beobachtung lautet, es ist ganz erstaunlich, es ist im höchsten Maße überraschend, wie viel Alte und Uralte es unter den großen Berühmtheiten gibt. Legen wir die Zahlen zugrunde, die Kretschmer und Lange-Eichborn für diejenigen angeben, die man innerhalb der letzten 400 Jahre des Abendlandes als Genies oder Hochbegabungen bezeichnet, so sind es etwa 150 bis 200. Es stellt sich nun heraus, dass von diesen Genies beinahe die Hälfte überaus alt geworden ist. Ich könnte Ihnen ohne weiteres 40, 80-Jährige nennen. Aber ich will Ihnen an dieser Stelle nicht Namen und Statistiken vortragen. Ich will hiermit keineswegs auch etwas sehr Beitragendes behaupten, aber mir scheint dieses hohe Alter besonders bemerkenswert, da es sich um Persönlichkeiten handelt, die in Zeitaltern lebten, in denen die Lebenserwartung viel geringer war als heute. Sie wissen, dass sich die Lebenserwartung des Neugeborenen von 1870 bis heute nahezu verdoppelt hat.
Die Frage nun, was Altern für den Künstler bedeutet, ist eine komplexe Frage. Es durchkreuzen sich hier subjektives und objektives, Stimmungen und Krisen auf der einen Seite, auf der anderen Seite Historie und Deskription. Nie wieder erreichen können, was man einmal war. Auch wenn man jahrzehntelang darum kämpft, zum Beispiel Swinburne, mit 29 Jahren war er ein betäubendes Ereignis, dann schrieb er unentwegt weiter und als er mit 72 Jahren starb, war er ein fruchtbarer, anregend, dichtender Mann. Von Hoffmannsthal könnte man etwas Ähnliches sagen. Der Weg von den Gedichten des 20-jährigen Loris zu den politischen Verworrenheiten des Turms des 50-jährigen war der Weg der Spaltung der 5000 zum Einsammeln der Brocken. Bei George, bei Demel wird sich etwas Ähnliches abgespielt haben. Alles dies sind Lyriker. An die Stelle des Schimmers und der Ahnung der Jugend trat bei ihnen der Fleiß und der Wille. Aber wie wir von Platon wissen, der Läufer wird es nicht erjagen. Von diesen introspektiven Andeutungen wende ich mich aber jetzt einer ganz konkreten Frage zu, die zu den objektiven Inhalten unseres Themas gehört, nämlich, was versteht eigentlich die Kunst- und Literaturwissenschaft, die Kunstanalyse und der Alterswerk? Wie charakterisieren sie den Formwandel vom Frühwerk zum späten Stil? Versucht man sich darüber zu orientieren, bekommt man keinen einheitlichen Eindruck. Einige Autoren bringen das Problem in die Richtung von milder Heiterkeit, Nachsicht, Edelreife, Befreiung von eitler Liebe und Leidenschaftlichkeit. Andere in die von schwerelos, schwebend, schon ein darüber hinaus und dann kommt das Wort klassisch. Viele andere erblicken die Altersstimmung in großer Schonungslosigkeit, wobei man an Chance, Wort denkt, alte Männer sind gefährlich, ihnen ist die Zukunft gänzlich gleich. Kinder in seinen Bemerkungen über ein Gemälde von Franz Hals führt einen neuen Begriff ein, der sagt, es ist zugleich der Lebensaltersstil eines 84-Jährigen, nur ein solcher konnte dieses versteinte Übermaß von Erfahrung und Geschichte, von bewusster Todesnähe darstellen. Also, wir lesen versteint. Das steht nun wieder in einem großen Gegensatz zu schwerelos und schwebend. Ein anderer schreibt über Dürer, er starb zu früh, da man bei ihm eine Lösung seiner formalistischen Macht durch eine milde Geistlichkeit geradezu wünscht. Hier wird also die Kunstanalyse schon zu einem Wunschkonzert, in dem man die weite milde Geistlichkeit als Altersstil bestätigt zu sehen wünscht. Anders äußert sich Hausenstein über den späten Kugin, wenn er sagt, er gehört zu jenen, die im Alter nicht bloß die Überlegenheit, sondern dazu eine fast rauschhafte Fülle innehaben, in welcher auch noch der brausende Aufstand der Jugend nachlebt. Er sieht also hier Jugend und Alter vereint. Ein Beispiel noch aus der Literatur. In der Literatur ist ja das Wort spät ein ungemein geliebtes Modewort. Der späte Rilke, der späte Hoffmannsthal, der späte Elio, der späte Schied, das sind ja die Aufsätze, die man jetzt immer zu liest. Ich spreche vom Buch eines namhaften Literarhistorikers, der sich mit dem späten Rilke beschäftigt. In dem Buch finden sich ausgezeichnete und tiefsinnige Bemerkungen, aber die Tendenz ist deutlich folgende. Phase 1, Stadium der Versuche, der Bemühungen, der Ansätze. Und dann kam Stadium 2, das Ganze sein, die eigentliche Form. Erst in Phase 2, und diese ist nach diesem Autor sehr spät eingetreten, ist Rilke das geworden, was er anfangs zu sein meinte, aber nicht war. Also das Eigentliche, was ist das? Mir steckt hinter diesem Eigentlichen zu viel Eschatologie, zu viel Ideologie, zu viel altmodischer Entwicklungsgedanke. Und das scheint mir bei Rilke ganz besonders unangebracht, dass seinem Frühstadium Gedichte von so vollkommener Schönheit vorliegen, dass kein Eigentlich sie zu überstrahlen vermöchte. Ich denke manchmal, der Drang der Forscher, den Künstler in Phasen zu sehen und darzustellen, scheint ein spezifischer deutsch-idealistischer Drang zu sein. Ja, soweit Gottfried Beck.